Wir haben die Universität Göttingen als nächstes, die ich jetzt gerne auf die Bühne bitten möchte. Das ist das Projekt Daten lesen lernen und ich begrüße ganz, ganz herzlich Herrn Professor Dr. Thomas Kneip, den Projektleiter, Professor für Statistik. Dann haben wir noch Jana Lasser, Doktorandin am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und dann haben wir noch Herrn Professor Dr. Norbert Lassau, Vizepräsident für Infrastrukturen. Ja, es gehört Ihnen. Ja, guten Tag. Ich bin hier als Teil des Projektteams Daten lesen lernen. Als erstes haben wir Video mitgebracht. Du willst in der digitalen Welt in Wissenschaft, Arbeitswelt und Gesellschaft bestehen und teilhaben können? Du willst interaktiv und projektbezogen an echten Datenbeispielen aus der Praxis deines Faches arbeiten? Die Georg-August-Universität Göttingen bietet dir die Möglichkeit, bereits im Bachelorstudium essentielle Datenkompetenzen zu erwerben. Egal, in welchem Fach du studierst. Ich studiere klassische Archäologie und allgemeine Sprachwissenschaft im fünften Semester. Und meine bisherige Erfahrung mit Daten beschränkt sich darauf, dass ich im letzten Semester eine Übung belegt habe, bei der wir mit SQL Daten erfasst haben und daraus Datenbanken erstellt haben. Und dabei ist mir aufgefallen, wie wichtig es ist, gerade auch als Geisteswissenschaftler Daten lesen zu können, was mir persönlich schwer gefallen ist. Und deshalb finde ich, ist es wichtig, dass auch in der Zukunft noch mehr Angebote für Geisteswissenschaftler angeboten werden, damit wir es lernen, weil ich auch selber technisch nicht so affin bin. Und ich denke, dass es wahrscheinlich auch für viele andere Geisteswissenschaftler zutrifft. Die Universität Göttingen hat sich zum Ziel gesetzt, dass alle Studierenden, unabhängig von dem Fach, was sie studieren, in die Lage versetzt werden, kompetent mit digitalen Daten umgehen zu können. Deshalb haben wir die Digitalisierung auch zum Bestandteil unseres Lehrleitbildes gemacht, indem sie zusammen mit Diversitätsorientierung und Internationalisierung im Dreiklang dafür sorgen soll, dass alle unsere Studierende ein gutes, forschungsorientiertes Studium absolvieren können. Ja, warum man Daten lesen können muss, hat uns Frau Vizepräsidentin Bührmann schon eindrücklich erläutert. Wir in unserem Projekt Daten lesen lernen begreifen Datenkompetenzen in einem Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite fächerübergreifenden Methoden und Konzepten und auf der anderen Seite sehr fachspezifische Anwendungen in Kombination mit Expertenwissen. Dieses Spannungsfeld wollen wir durch die drei Säulen, die unser Projekt hat, ein bisschen aufspannen und abdecken. In der ersten Säule, den Data Literacy Basics, wollen wir eine neue Lehrveranstaltung kreieren, in der wir fächerübergreifend allen Studierenden im Bachelor der Universität Göttingen Basiswissen in Datenkompetenzen vermitteln. Wir sind davon überzeugt, dass um unseren Studierenden einen kompetenten und auch selbstständigen Umgang mit Daten zu ermöglichen, wir sie von reinen Anwendern von Programmen zu selbstständig Schaffenden machen müssen. Deswegen setzen wir an den Anfang unserer Lehrveranstaltung die Einführung in eine Skriptsprache, Python in unserem Fall, in den ersten 4 Wochen, gefolgt von 3 Schwerpunkten, die wir setzen auf Datenvisualisierung, Grundlagen der Statistik und Interpretation von Daten und datenbasierten Ergebnissen. Uns ist sehr bewusst, dass gerade mit unserem Fokus auch geistes- und sozialwissenschaftliche Studierende zu erreichen, es ein sehr anspruchsvolles Herangehen ist, zu versuchen, ihnen eine Programmiersprache beizubringen oder Grundlagen einer Programmiersprache. Dem versuchen wir durch einen sehr intensiven Hands-on-Ansatz in einer browserbasierten Programmierumgebung mit sehr vielen praktischen Anwendungen zu begegnen. Die zweite Säule unseres Konzeptes bildet das sogenannte Data Lab. Das soll ein Raum sein, ein Ort an der Universität angesiedelt, sehr zentral im neu geschaffenen Digital Creative Space der Bibliothek, wo Datenkompetenzen und datenkompetente Menschen zusammenkommen und datenbasiert arbeiten. Im Data Lab wollen wir die aus allen Fächern zusammengesetzte Gruppe der Bachelorstudierenden wieder in fachspezifische Gruppen zusammenfassen, die anhand von praxisnahen Beispielen in Kleingruppen, kleinen Projekten in der Lehrveranstaltung gelernte Methoden und Werkzeuge an für sie relevanten Beispielen üben. Außerdem soll das Data Lab dazu dienen,
an den Abenden Workshops begleitende Vorträge anzubieten, die Themen behandeln, die wir in der Lehrveranstaltung nur anschneiden können. Die Übungen, fachspezifischen Übungen im Data Lab sollen eng betreut werden, um gerade auch Leuten ohne Programmiervorerfahrung einen einfachen Einstieg zu ermöglichen. Und da wollen wir sehr stark das bereits vorhandene Datenwissen, die bereits vorhandenen Datenkompetenzen in unserer Community von Promovierenden an der Universität einbinden. Last but not least, ich habe es schon erwähnt, Datenkompetenzen ist ein sehr weites Feld. Nicht alles können wir mit unserer Lehrveranstaltung abdecken, aber wir müssen auch nicht alles abdecken, denn es gibt schon sehr, sehr viele hochqualitative Lehrangebote online verfügbar. Die wollen wir unseren Studierenden zugänglich machen, indem wir sie katalogisieren, sichten, screenen und über Modulbeschreibungen und Credits unseren Studierenden eben zugänglich machen. Unsere Lehrveranstaltung zusammen mit einigen Modulen aus diesem Katalog wollen wir bündeln in einem Zertifikat, das unseren Studierenden noch einmal zusätzlich ihre Datenkompetenz bescheinigt. Ja, wie auch schon die Leuphana-Universität angesprochen hat, durch die Antragstellung und auch seit der Antragseinreichung im Juni ist bei uns an der Uni sehr, sehr viel passiert. Wir haben wirklich überwältigendes Interesse erfahren aus der Studierendenschaft, aus den Fakultäten und auch von der lokal ansässigen Wirtschaft. Wir werden vielfältig dabei unterstützt, praxisnahe Anwendungsbeispiele zu generieren, Datensätze zu generieren. Ja, und dieses überwältigende Interesse hat uns nur noch mehr darin bestärkt, dass es genau so ein Projekt Daten lesen, lernen an unserem Campus in Göttingen braucht. Ja, ich bin im Präsidium zuständig neben den Infrastrukturen für Digitalisierung und Data Science und betreue daher das Projekt gemeinsam mit Frau Bührmann, Vizepräsidentin im Studium und Lehre, die Sie am Anfang gesehen haben. Es hat sich jetzt viel getan. Seit dem 13.06. wir haben den Prozess zur curricularen Einbindung von Datenkompetenzen gestartet. Und zwar zuerst mit der Philosophischen Fakultät, die größte Fakultät bei uns mit 90 Professuren entsprechend. Und dort hat man bereits bereit erklärt, die Datenkompetenzen als Pflicht- und Wahlpflichtmodule entsprechend einzubauen. Einige Studierende haben sie auch in dem Film bereits gesehen. Digital Creative Space wurde bereits erwähnt in der Bibliothek. Wir treiben ganz aktuell die Gründung des Campus-Instituts Data Science voran, das ja die Ablösung dieses Projekts, dieser Initiative übernehmen soll. Wir sind eine international ausgerichtete Universität und werden unsere Projektergebnisse in die Kooperation mit unseren Partnern, insbesondere Gent, Groningen, Uppsala und Tartu einbringen, wo wir ein festes Netzwerk haben. Ja, so hoffen wir mit dem Projekt Daten lesen lernen in 3 Jahren alle Bachelorstudierenden zu erreichen. Wir freuen uns über ein grünes Licht von Ihnen dafür. Vielen Dank. Super. Da war ja mein Räuspern fast unnötig. Frau Carson, möchten Sie den Anfang machen? Gerne. Vielen Dank für thank you very much for the wonderful presentation. This is a very impressive proposal that draws on the strengths of the university and the Göttingen campus, including the Institute of Data Science. And one thing that seems to me a particular plus is the extensive involvement of methodological experts in the Zentrum für Statistik, so that you're not generating data scientists who are drawing ungrounded conclusions from data. So going beyond that core, to what extent has it been possible already, as you started suggesting with the conversations around the Philosophische Fakultät, to create those strong integrative relationships with the substantive Anwendungsdomäne, where the students who have completed the data literacy basics will continue in their other studies? Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich reflektiert das Gremium, das Leitungsgremium jetzt diese Involvierung noch nicht so sehr, aber wir haben sozusagen in den Gesprächen zur Etablierung des Projekts natürlich mit den verschiedenen Fakultäten und den Vertretern da gesprochen. Insbesondere in der Philosophischen Fakultät gibt es einen starken Bereich Digital Humanities, der ja auch ein bisschen die Beispiele in dem Film schon gestellt hat.
Die Linguistik ist auch sehr interessiert. Das sind also die Bereiche, die eben schon zugesagt haben, das als Pflichtbereich, als Pflichtmodul in ihre Veranstaltung aufzunehmen. Und darüber hinaus gibt es eben diese Absprache für Wahlpflichtmodule für weitere Studiengänge. Und da sind eben auch die Kolleginnen und Kollegen sehr daran interessiert gewesen. Im Grunde wollen die so ein Angebot schon lange haben und warten nur darauf, dass wir das anbieten. Und haben dann eben auch zugesichert, sozusagen diese Abnahme von der Lehrveranstaltung hin zu den Data Labs, zu den praktischen Umsetzungen, den kleinen Projekten von ihrer Seite in Veranstaltungen mit zu begleiten und dann eben die Studierenden zwischen den Fachkompetenzen, die wir ihnen vermitteln, und den praktischen Fragestellungen zu begleiten. Gut, Herr Baumgartner. Ja, auch ich möchte ein bisschen zu Ihrem großen Engagement und Ihren Plänen etwas fragen. Sie wollen in 3 Wochen eine Skriptsprache lernen, Sie wollen in 3 Wochen Daten sammeln, lesen, schreiben und säubern lernen, in 3 Wochen Daten erkunden und so weiter. Das sind ja alles Tätigkeiten, die an anderen Universitäten mindestens ein Semester dauern. Sie haben jetzt erwähnt, Sie verwenden hier ein interaktives Werkzeug. Was ist das für ein Wundertool? Weil natürlich auch andere, also ich sage Zwirdl in R oder interaktive Python-Umgebung der Rice University in ihren Coursera MOOC. Was machen Sie anders, dass Sie hier statt ein Semester das in 3 Wochen können? Ja, ich glaube, darauf kann ich gut antworten, weil wir das in einem Pilot schon gemacht haben. Wir setzen Jupyter Notebooks ein in Kombination mit Python. Wir wollen die Menschen auch nicht zu Experten machen in den Bereichen, die sie angesprochen haben, sondern wir wollen ihnen die Grundlagen vermitteln, die notwendig sind, damit sie selbst sich weiter zurechtfinden können. Wie das für uns funktioniert hat in der Vergangenheit, wir haben genau das, Datenkompetenzen, kompletten Anfängern beigebracht. Das waren Biologinnen und Geologinnen ohne Programmiererfahrung. Wir setzen auf sehr eng verzahnte kleine Input-Module, 10, 15 Minuten direkt gefolgt von eigenem Anwenden. Da auch ganz stark zu sehen, gerade bei Programmieranfängerinnen, dieser Moment, wow, der Computer tut, was ich ihm sage. Und das kreiert ganz, ganz viel Motivation. Und wenn man das dann direkt verzahnt mit anwendungsspezifischen oder fachspezifischen Anwendungen, dann kann man, glaube ich, einen sehr starken Multiplikationseffekt damit erreichen, dass man den Leuten sozusagen die Leute befähigt, selbst weiter anzuwenden. Und Programmieren lernt man, indem man es macht. Oder auch Daten, mit Daten zu arbeiten, lernt man, indem man es macht. Okay, Herr Meyer-Guckel, glauben Sie daran, dass es funktioniert mit den Wundern? Ich glaube schon, ja. Meine Frage geht nach dem Wir. Sie sagen, wir bieten das an. Können Sie noch mal beschreiben, wer jetzt eigentlich alles einzahlt in das Projekt, also fachlich? Weil Frau Lasser, Sie ja auch Doktorandin im MPI sind. Also ist das auch so ein bisschen Bottom-up-Bewegung aus der Nachwuchsgeneration von Wissenschaftlern? Also wer liefert die fachlichen Inhalte für das, was dort gemacht wird? Ja, also Bottom-up beschreibt das schon ganz gut. Wir haben an der Uni Göttingen, wir sind sehr Forschungszweig, wir haben sehr, sehr viele Promovierende, die sind organisiert in Graduiertenschulen. Und in diesen Graduiertenschulen gibt es schon seit einer Weile das Vehikel der sogenannten Methodenkurse, wo Promovierende für Promovierende Lehre machen. Und aus diesen Methodenkursen ist eine kleinere Vorgängerveranstaltung Introduction to Data Science entstanden, die Promovierende generiert haben und die auch schon Eingang gefunden hat in Curricula als Wahlpflichtmodul an der Uni. Also es waren durchaus auch schon Nicht-Promovierende in diesen Lehrveranstaltungen. Ja, und diese Promovierenden bringen an sich schon sehr, sehr viel Kompetenz in der Anwendung mit, weil sie ihre eigenen Forschungsaufgaben bearbeiten und können das dann auch sehr gut Nachwuchs aus ihrem eigenen Fach vermitteln. Und natürlich haben wir uns dann, das ist nicht nur Bottom-up, wir haben uns dann vernetzt eben mit dem Zentrum für Statistik, mit der Universität. Wir sind am Campus Göttingen ohnehin sehr stark vernetzt mit den verschiedenen Max-Planck-Instituten, Leibniz, Helmholtz, Uni. Und ja, haben das dann, versuchen das gerade mit diesem Projektantrag zu was Größerem zu machen und auf die ganze Uni zu skalieren. Das ist nochmal wichtig, wenn ich nochmal nachfrage. Also es ist nicht nur getragen von den Nachwuchswissenschaftlern, sondern die sind ja dann auch irgendwann weg, also diese Nachhaltigkeitskomponente. Vielleicht können Sie die nochmal beschreiben. Die Nachhaltigkeitskomponente, ja, die Nachwuchswissenschaftler sind irgendwann weg, aber es kommen neue nach. Die Nachwuchswissenschaftler müssen bei uns auch Lehre machen in einem gewissen Umfang. Also es ist sichergestellt, dass die immer wieder Interesse daran haben, so etwas zu machen. Genau, und ich noch zur Ergänzung. Ich hatte ja das Campus Institut Data Science erwähnt, wo wir im Moment gerade 4 Professuren im Berufungsverfahren haben dafür. Und an dieser Stelle soll an der Universität tatsächlich die Methodenarbeit mit Daten und die Anwendungsforschung, und zwar aus allen Disziplinen, zusammengeführt werden. So, Herr Mannheim, Sie sind als nächstes dran.
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass diese Data Labs eine ganz bevorzugte Rolle für das Konzept spielen. Da entsteht ja so eine eigentlich eher neue Kultur des multidisziplinären Zusammenarbeitens, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es wird getragen auch von dem Engagement der Promovierenden, die da offenbar dann auch als Coaches tätig sind. Also bisher ist das Arbeit mit Daten Nerds vorbehalten, die nächtelang da sitzen und so weiter. Wie können denn die Promovierenden noch ihre Doktorarbeiten machen, ja, wenn sie also nächtelang dann in diesem Data Lab ihr Wissen weitergeben an andere Studierende? Wie ist das lebbar, das Konzept? Ja, also die Betreuung soll in der Tat teilweise über Promovierende erfolgen. Die haben allerdings auch den Vorteil, also die meisten Promovierenden an unserer Universität müssen auch Lehrverpflichtungen erbringen. Und eine Möglichkeit ist dann eben genau über dieses Projekt, über die Betreuung, diese Lehrverpflichtung auch zu erbringen. Sodass man also sozusagen eine Leistung, die man ohnehin im Rahmen der Promotion erbringen müsste, sozusagen über das Data Lab erbringen kann. Und man dadurch eben nicht dann noch eine Zusatzbelastung hat, sondern eben tatsächlich etwas erfüllt, was man ohnehin machen müsste. Darüber hinaus ist ja auch so, die Data Labs werden ja auch gespeist aus dieser statistischen Beratung, dem Data Consulting, das wir haben, wo also Mitarbeiter tatsächlich dafür eingestellt sind, dass sie Beratungen in die verschiedenen Arbeitsgruppen reinbringen und von dort die Datensätze, die Anwendungen eben auch mitbringen. Das heißt also, es gibt natürlich zusätzlich noch eine Infrastruktur, die den Promovierenden eben Arbeit abnimmt, die diese zentrale Steuerung insbesondere auch übernehmen kann. Ich möchte kurz nachsetzen, wenn Sie erlauben. Also bitte, wenn da unbedingt jetzt Neues entsteht, beispielsweise der Wunsch, eine Zusammenarbeit einzurichten zwischen Psychologie und Informatik oder irgend so etwas, wird dem Raum gegeben? Ist ja ein Eigenengagement der Studierenden möglich, sozusagen unter Mitnahme von ECDS-Punkten möglichst? Ja, ist das vorgesehen im Konzept? Das wäre natürlich der Idealfall, genau, also dass man nicht nur ein Projekt bearbeitet, die Credits hat und dann sozusagen damit nie wieder zu tun hat, sondern dass man wirklich Kooperationen etabliert, die Arbeitsgruppen zusammenbringen über die Studierenden, die so ein Projekt bearbeiten. Und dann ist natürlich schon das Ziel, dass diese Kooperationen noch weitergehen, dass man also insbesondere über Abschlussarbeiten, aber auch über Projektseminare, dass man eben das tatsächlich dann weiter verfolgen kann. Und das ist ja auch die Idee, diese Data Labs eben zu verzahnen mit solchen Veranstaltungen, forschungsorientierten Veranstaltungen, die die einzelnen Fächer für sich schon anbieten und man sozusagen von da aus eben weitergehen kann, um dann so ein Thema weiter zu bearbeiten. Gut, Frage befriedigend beantwortet. Frau Buß, Sie hatten sich gemeldet, das ist schon ein bisschen her. Ich kann im Prinzip gleich bei dem Thema anknüpfen. Und zwar haben Sie ja auch geschrieben, dass Sie Tutoren brauchen oder Personen, die eben einzeln diese Gruppen beraten. Und ein Tutor, eine Tutorin begleitet eben dann auch eine Gruppe oder mehrere Gruppen. Wie viele Studierende haben Sie denn in dem Vollausbau des Programms im Blick? Also wie viele Bachelorstudierende beim Anspruch, alle zu erreichen, wären das? Und wie viele Tutorinnen und Tutoren bräuchte man da? Ich stelle mir das als sehr herausfordernd vor. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben ja sozusagen gesagt, wir möchten im ersten Semester 200, im zweiten 400 und dann 800 Studierende erreichen. Das Ziel ist vor allem natürlich, allen Studierenden zu ermöglichen, diese Kompetenzen zu erwerben, die das gerne auch möchten. Wir werden sicherlich nicht alle Erstsemester in so einer Veranstaltung bedienen können. Dafür sind die Zahlen einfach zu groß. Was aber das Angebot an Tutoren angeht, stellt sich die Situation ziemlich gut dar. Wir haben ja einen Masterstudiengang angewandte Statistik. Wir etablieren gerade diese zwei Bachelorstudiengänge Data Science. Und das sind im Grunde die Studierenden, die wir uns dann als Tutoren vorstellen in so einer Veranstaltung. Und da sollten wir also von den Zahlen dann eigentlich schon gut hinkommen. Gut, Frau Michel. Ganz herzlichen Dank. Ich wollte ganz gerne mal auf das dritte, auf Ihre dritte Säule, also die OER-Ressourcen, kuratierten Ressourcen eingehen. Sie hatten ja gesagt, dass die vier Profs, die jetzt gerade in Berufungsverhandlungen sind, dass die eben später auch für die Nachhaltigkeit dieses der Fortführung recht relevant sind. Wie motivieren Sie diese vier Profs dann später einzuzahlen in die Kuratierung von Open Educational Resources und die Katalogisierung dieser Ressourcen? Und eben eine zweite Frage noch, worauf zielt diese dritte Säule? Eher so darauf, praktisch zusätzliche, gut kuratierte Angebote für Ihre Studierendenschaft zu haben? Oder wollen Sie damit auch noch in die Breite gehen, andere Zielgruppen erreichen? Das würde mich noch interessieren.
Ja, also die dritte Säule, genau, Open Educational Resources, ist ja die Idee, eben genau zu kuratieren, den Leuten die Veranstaltung auch anerkennungsfähig zu machen, also auch Credits vergeben zu können für diese Veranstaltungen. Da arbeiten wir eng mit Studium und Lehre zusammen, die sozusagen den Bereich Digitalisierung bei uns auch verantworten, sodass da also auch Leute da sind, die das eben von der Projektseite dann weiter begleiten können, dass das also nicht nur die Fachkolleginnen und Kollegen machen müssen. Die würden natürlich die fachliche Beurteilung übernehmen, also es würden sozusagen Dinge vorgeschlagen, die können auch von den Studierenden selbst vorgeschlagen werden, also dass wir hier eben ergänzen und unterstützen können. Und im Grunde ist die Idee ja, dass wir in unseren Veranstaltungen, die wir selber anbieten, sehr auf die praktischen Aspekte abzielen, also das Wirkliche selber machen und dann eben unterstützend in den Open Educational Resources gerade Dinge haben, die sozusagen vielleicht etwas ergänzender, informierender drumherum stehen und uns da eben passende Angebote heraussuchen. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch drei Meldungen, damit würde ich auch die Redeliste schließen, damit wir weiter gut in der Zeit bleiben. Frau Carson. A quick question. It's delightful to hear that you are starting with the humanities and the social sciences, and yet there is also great strength in the natural sciences in Göttingen and not so much mentioned in the proposal, though represented on the team. How do you expect to bring the opportunities that are here for the natural sciences into view? Ja, also wir haben uns sozusagen erstmal auf die größte Herausforderung gestürzt, eben die Studierenden, die sozusagen besonders weit entfernt sind von dem, was wir anbieten. Aber unser Anspruch ist natürlich schon, darüber hinaus zu gehen. Im Grunde, es ist ja in dem Vortrag, hat unsere Vizepräsidentin ja das Leitbild Lehre angesprochen, in dem digitale Kompetenzen eben vorgesehen sind. Und sozusagen jeder Studiengang, der akkreditiert wird, muss sozusagen in Zukunft auch erklären, wie er diese Kompetenzen vermittelt, sodass es sozusagen einen gewissen Automatismus schon mal gibt, über dieses Thema zu sprechen. Und dann ist unsere Veranstaltung eben eine Möglichkeit, genau diese Kompetenzen in die verschiedenen Fächer einzubringen. Und natürlich werden wir auch, wenn wir denn anfangen, auf die anderen Fakultäten zugehen, erwarten uns da aber im Grunde eben einfach wissen, dass da eine größere Offenheit vorhanden ist und haben uns deswegen sozusagen erstmal auf diesen etwas datenferneren Bereich konzentriert. Okay, war das hinreichend konkret, die Antwort? Okay, gut, dann gebe ich weiter an Frau Buß. Ganz kurz eine Nachfrage zu den OER-Kuratierungen, zu den Inhalten, Veranstaltungen, die es da gibt. Können wir davon dann alle profitieren, von der Zusammenstellung, auch andere Hochschulen? Also die Zusammenstellung ist natürlich öffentlich zugänglich. Ne? Also es gibt eine Liste, damit die Studierenden sich auch informieren können. Und die ist natürlich auch für andere Hochschulen zugänglich, sodass man eben sehen kann, welche Veranstaltungen, welche Inhalte sind von uns sozusagen zertifiziert worden im Sinne einer Qualitätssicherung und einer Anerkennung, dass da Prüfungsleistungen erbracht werden, sodass man tatsächlich Credits dafür vergeben kann. Und insofern hat man natürlich eine Orientierung, was jetzt die Uni Göttingen eben mal für wichtig hält. Ich denke, man wird im Einzelfall nochmal selber nachprüfen, was haben wir schon im Angebot, passt das sozusagen als Ergänzung, aber man hat zumindest eine gute Orientierung. Gut, dann geht die letzte Frage an Herrn Krupka. Ja, ich würde nochmal ganz gern auf die eingestellten Projektmittel oder die veranschlagten Projektmittel eingehen. Sie haben ja gewissermaßen die dreifache Summe da kalkuliert für das Projekt, als das, was quasi jetzt hier im Gewinnfall quasi zur Verfügung gestellt wird. Die Frage zum einen, wenn Sie das Projekt praktisch oder diese hier jetzt praktisch nicht den Zuschlag bekommen, würden Sie praktisch diese Mittel trotzdem aufbringen, das ist das eine. Und dann auch da die Frage, die ich vorher schon hatte, was, sagen wir mal, der oder diejenige, die für die Mittel eingestellt wird, was da die Aufgabe letztlich dann ist innerhalb des Projekts. Ja, also die eingebrachten Eigenmittel stellen natürlich zum Teil Dinge dar, die wir auf jeden Fall trotzdem weitermachen würden. Also gerade das Data Consulting, die Beratung, das ist ja ein großer Punkt, der da eingeht. Was aber sozusagen darüber hinaus in dem Bereich geleistet werden soll, ist genau die Verknüpfung mit den Data Labs, mit der Lehrveranstaltung. Und das ist eben ein Bereich, für den wir dann eine zusätzliche Person einsetzen würden. Ein anderer großer Bereich, wo wir Mittel einsetzen, ist die Etablierung der Veranstaltung selbst, dieser Data Literacy Basics, also der Vorlesung, die für alle zugänglich sein soll. Und da würde uns die Förderung eben einfach ermöglichen, sozusagen auch jetzt in dieser Phase, wo das Campus-Institut Data Science aufgebaut wird, einfach jetzt schon anzufangen, die Inhalte zu etablieren, die Veranstaltung zu etablieren und damit eben sozusagen einen schnelleren und nachhaltigeren Start hinzulegen.
Gut, ich ganz großes Kompliment für Ihre innere Uhr. Ich glaube, ich musste noch bei niemandem so selten mein Handy hochhalten. Und es waren ganz häufig Punktlandungen. Das ist natürlich aus meiner Orga-Sicht erstmal beeindruckend. So, war das Publikum ähnlich beeindruckt? Oder denen kommt es wahrscheinlich auf andere Sachen an, ne? Ja, das Publikum fragt noch einmal nach der Programmiersprache. Ich lese zwei Fragen vor. Einmal, wie adressieren Sie die Vielfalt von Programmiersprachen und warum beschränken Sie sich von vornherein auf Python? Und warum überhaupt mit Python einsteigen und nicht erst einmal ohne Programmierung mit visuellen Datenanalysewerkzeugen? Ja, schwierige Frage. Warum Python? Python hat sich ein bisschen zum Quasi-Standard im Bereich Data Science, Datenanalyse etabliert. Es gibt eine riesige Community, es gibt wahnsinnig viele gut dokumentierte, gut überprüfte Bibliotheken, die man schon benutzen kann. Klar, daneben steht immer R. Die Infrastruktur, die Lehrinfrastruktur, die wir einsetzen, die Jupyter Notebooks ermöglichen, aber auch sehr, sehr einfach auch Angebote in einer anderen Programmiersprache anzubieten. Das heißt, wenn da wirklich Demand ist, dann können wir das auch relativ einfach ergänzend dazuschalten. Wir haben uns jetzt erstmal für eines entschieden, weil wir glauben, dass es mehr Sinn macht, sich auf eines zu fokussieren und da die Kompetenzen zu vermitteln, als zu zersplittern. Warum nicht mit grafischen Analyse-Tools anfangen? Ja, Wie ich schon in meinem Vortrag erwähnt habe, unsere Überzeugung ist, dass man die Leute davon wegkriegen muss, dass sie nur klicken und verstehen, was under the hood passiert und ihnen halt auch so einen selbstbestimmten Umgang ermöglichen, wo sie auch selbst irgendwie dann weiterdenken können über das, was das User Interface ihnen bietet. Wenn ich selbst nochmal die Frage stellen darf, es gibt ja auch sowas von Apple jetzt, irgendwie sowas wie Swift. Ich habe da auch mal so einen Online-Kurs gemacht in Swift und ich fand das eigentlich ganz, ganz eingängig. Warum nicht sowas, was, also eine Sprache, die irgendwie einfacher ist als Python? Das sage ich jetzt mal als Nicht-Informatiker. Also aus unserer Sicht ist eine wesentliche Kompetenz, die wir da ja auch vermitteln wollen, gar nicht so sehr, dass man Python-Experte wird, sondern dass man das prozessorale Denken einer Programmiersprache erlernt. Also wie ich ein Problem sozusagen strukturiere in kleine Stücke, die in so einem Programm abgearbeitet werden können. Und das ist eben ein ganz wesentlicher Inhalt, den wir vermitteln wollen. Deswegen eben auch eine Sprache, nicht mehrere, weil es eben nicht darum geht, eigentlich die Befähigung, Python zu benutzen, zu erlernen, sondern genau diese Kompetenz von, wie funktioniert denn eigentlich so ein Ablauf eines Programms. Mhm. Aber welche Sprache da letztendlich benutzt wird, haben wir uns sozusagen eben für einen gut etablierten Standard entschieden, der auch in der Wirtschaft sehr nachgefragt wird. Aber im Grunde könnte man da natürlich flexibel sein. Alles klar. Besten Dank. Ich danke Ihnen sehr. Das ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Applaus für die Universität Göttingen. So, und jetzt bitte ich auf die Bühne das Team aus dem wunderschönen Mainz, Gutenberg Data Health, from Literacy to Data Literacy. Und da haben wir einerseits als Projektleiter den Privatdozenten Dr. Sebastian Kuhn, Oberarzt an der Unfallchirurgie. Wir haben Professor Dr. Andreas Hildebrand, Head of Scientific Computing and Bioinformatics. Und wir haben Professor Dr. Stefan Jolie, Vizepräsident für Studium und Lehre. Sehr geehrter Herr Hondosch, vielen Dank für die einführenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie werden wahrscheinlich, nehmen wir es noch einmal zurück, einige von Ihnen werden wahrscheinlich das und das folgende Bild bereits kennen. Aber ich möchte es zeigen, weil es den fundamentalen Wandel unserer Gesellschaft widerspiegelt, der in den vergangenen 10 Jahren abgelaufen ist. 2005 im Vatikan, weißer Rauch ist emporgestiegen, es gibt einen neuen Papst. Und die Gläubigen versammeln sich in der Straße. Und das nächste Bild ist 8 Jahre später bei Papst Franziskus. Sie mögen jetzt fragen, oder wir mögen fragen, was machen diese Menschen eigentlich? Sie machen ein Foto. Nein, sie schreiben Daten, sie produzieren Daten. Und welche Frage ich in den Raum stellen möchte, sollten diese Menschen nicht auch Daten lesen können? Das ist der Ansatz von unserem Projekt Gutenberg Data. Der Namensgeber unserer Universität hat Literacy in die Welt gebracht, die Alphabetisierung vorangetrieben. Wir möchten mit unserem Projekt Data Literacy vorantreiben, von Literacy to Data Literacy. Wir haben zum einen ganz klar den Ansatz, ein universitätsweites Projekt zu starten,
aber wir brauchen auch die fachspezifische Verankerung, dass die Studierenden und die Dozierenden sich in diesem Projekt selbst wieder erkennen und motiviert sind, mitzuarbeiten. Und ich glaube, dass Gesundheitsdaten dazu exzellent geeignet sind. Und ich möchte Ihnen ein paar Beispiele zeigen, die wir auch in dem Projekt ganz aktiv einbinden. Wer von Ihnen googelt, bevor Sie zum Arzt gehen oder nachdem Sie beim Arzt waren? Hand hoch, bitte. Es entspricht etwa auch den Umfragen. 62% aller Deutschen googeln, bevor sie zum Arzt gehen oder nachdem sie beim Arzt waren. Und es gibt herausragende Projekte von Data Science, dazu Google Flu als eines. Wer von Ihnen zählt Schritte, hat schon mal sein Schlafverhalten getrackt? Health Data im Bereich Quantified Self ist die Schnittstelle zwischen Gesundheit, Fitness, aber auch einer richtigen medizinischen Behandlung. Und aktuell unterlaufen app-basierte chronische Behandlungsprogramme, die klinische Evaluation. Und bevor dieses Projekt abgeschlossen wird, wird es der Behandlungsstandard sein bei chronisch kranken Menschen. Und zeitgleich wird auch die klassische Gesundheitsdaten werden vorangetrieben. Die Johannes Gutenberg Universität ist Teil des Miracom Konsortium, eine Medizininformatik-Initiative, um Data der Wissenschaft, aber auch der Lehre zur Verfügung zu stellen. Und wir haben damit offene Datensätze. Eine Zahl möchte ich betonen, 100%. Das ist aktuell die Zunahme von Jahr zu Jahr in Bezug auf Gesundheitsdaten. Und die 100% kommt ein zweites Mal vor, nämlich sie betrifft fast alle von uns, annähernd 100% der Bevölkerung. Und immer mehr Entscheidungsprozesse basieren darauf. Und damit meine ich nicht nur die Medizin oder die Psychologie, die direkt mit diesen Daten arbeiten. Nein, auch die wirtschaftlichen Aspekte der Gesundheitsdaten und insbesondere die gesellschaftspolitische Bedeutung möchten wir in den Vordergrund stellen. Das Ganze ist nicht trivial, aber wir wollen den Weg gehen. Im Aufbau von dem Projekt orientieren wir uns an dem Framework Curriculum 4.0 vom Hochschulforum Digitalisierung. Und ich möchte ein paar Punkte ansprechen, wie wir dort vorgehen. Bedarfsorientierung. Wir bringen sowohl Studierende als auch Dozierende von drei verschiedenen Bereichen zusammen. Aus dem Bereich Gesundheit, aus dem Bereich Informationstechnologie und aus dem Bereich Gesellschaft. Das ist im Prinzip die Medizin, die Psychologie, die Bio- und die Medizininformatik und ganz, ganz wichtig, auch die Rechtswissenschaften. Rechtliche Aspekte haben enorme Bedeutung in Bezug auf Daten und Gesundheitsdaten. Die Wirtschaftswissenschaften als Wirtschaftsfaktor und vor allem auch die digitalen Geistes- und Kulturwissenschaften. In welchem Gesundheitssystem der Zukunft, welche Daten möchten wir leben? Es ist eine fundamentale Debatte. Und Gutenberg Data ist genau in der Schnittmenge von dem Ganzen. Es geht nicht unbedingt um die Vermittlung einer Programmiersprache, sondern um die Schnittmenge aus diesen Disziplinen. Wir haben uns starke externe Partner geholt, mit denen wir in der Vergangenheit schon in dem Bereich Medizin im digitalen Zeitalter zusammengearbeitet haben. Das ist die Landesärztekammer, der Landesdatenschutzbeauftragte, die Mainzer Wissenschaftsallianz mit Fraunhofer und Max Planck und eine ganze Reihe von innovativen Start-ups und Unternehmen, die Datensätze liefern, damit wir an realen Problemen mit realen Personen arbeiten können und realen Experten. Wie wollen wir das gestalten? Ich habe mich im letzten Jahr relativ viel mit dem zum Thema Agilität in der Curriculumentwicklung beschäftigt und unser Curriculum folgt dem Gedanken Agility by Design. Wir müssen den Veränderungsprozess mit hineindenken. Was heißt das? Eine direkte Beteiligung aller Stakeholder, eine frühe Pilotierung und eine iterative Weiterentwicklung. Von daher werden wir im Sommersemester starten. Formate sind eine Summer und im Folgenden auch eine Winterschool, um zu pilotieren und ab dem Sommersemester 2020 in den Regelbetrieb mit Gutenberg Data Health zu gehen. Parallel dazu wollen wir den Transfer in andere Bereiche fördern, auch im Rahmen dieser Projektförderung, um Erfahrungen aus der Pilotphase zeitgleich in weitere Gutenberg Data Programme zu fördern, die ein modulares, universitätsweites Programm ergeben sollen. Veranstaltungen. Wie sieht es im Konkreten aus? Mit einem MOOC wollen wir die unterschiedlichen Vorkenntnisse der unterschiedlichen Studierenden angehen, damit man eine gemeinschaftliche Ausgangsbasis hat. Darauf gehen wir auf Eigenproduktion, aber auch kuratiertes Fremdmaterial ein.
Kern von dem Ganzen sind projektbasierte Arbeiten, Hackathon und Data Lab. Wir haben ähnliche Aspekte schon bei vorangegangenen Projekten gehört, aber Hackathon, wir arbeiten mit einem konkreten Datensatz, Fragestellungen sollen von den unterschiedlichen Studierenden generiert werden, analysiert werden, interpretiert werden, bis hin zur Projektdokumentation, und diese Projekte finden wieder Einklang in den MOOC. Und Data Lab, ein modulares Seminarkonzept. Reale Daten, Dozenten und Externe sind gemeinsam im Team-Teaching involviert. Wir wollen damit die Future-Skills adressieren, nämlich zum einen die Datenfähigkeiten, aber auch die übergeordneten Fähigkeiten, Kollaboration, Problemlösung, analytisches, kritisches Denken. Und wer alle drei Unterrichtsveranstaltungen erfolgreich absolviert, erhält ein Micro-Credential des Gutenberg Data Zertifikat. Gutenberg Data, from Literacy to Data Literacy. Wir sind gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank. Super. Das war eine Punktlandung zeitlich. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich würde gerne die erste Frage an die Frau Geelkerken geben. Dieses Mal die erste Frage. Ja. Mal was an. Sie haben etwas ganz Spannendes vor. Mich spricht auch besonders an, dass Sie ein Thema gewählt haben und Data Science an sich, aber wirklich als das Thema hält. Ich habe Ihre Präsentation auch im Juni, war das, fand ich ganz spannend, gehört. Aber, immer ein Aber. Es ist Ihr Ziel, um alle Absolventen, schreiben Sie, die von Ihrer Universität das Studium abschließen, dass die Daten kompetent sind. Wie werden Sie das erreichen, wenn das Programm nur Wahlpflicht bzw. Studium Generale ist? Genau. Also zum einen, Gutenberg Data ist das Gesamtprogramm, was mehrere Module enthält. Hashtag Health ist das Pilotprojekt, was wir jetzt beantragt haben im Bereich Gesundheitsdaten, was nur eine Anzahl von Studierenden adressiert, was wir hier erwähnt haben. Wir möchten es bei den Staatsexamensfächern über die Wahlpflichtfächer adressieren und im Bereich der Masterstudiengänge ebenfalls über Wahlmodule, die im Studium Generale bereits abgebildet sind. Aber zur weiteren Strategie, dass es mehrere Module sind und dass es ein universitätsweites Programm, glaube ich, kann unser Vizepräsident Professor Jolie genauer Stellung beziehen. Mir bleiben nur noch wenige Sekunden. Die Gutenberg-Universität hat 268 verschiedene Studiengänge und Studienangebote. Natürlich schaffen wir es in 3 Jahren nicht, das als Pflicht dort zu verankern. Es ist natürlich ein Fernziel. Es geht um den digitalen Wandel. Und es geht hier um den Piloten an einem Beispiel, mit dem wir sehr gut über Fachgrenzen wie Medizin, Psychologie hinausgehen können. Immer in dieser Dreierkonstellation. Technologie plus gesellschaftliche Verantwortung, juristische Verantwortung und so weiter. Plus dann aus dem Fach die Daten. Dann nehmen wir die Gesundheitsdaten als Pilot und gehen in die Breite. Und das wird ein jahrelanger Prozess. Ganz sicher. Gut, ist das befriedigend beantwortet. Herr Mannheim, darf ich Sie bitten, eine Frage zu stellen? Ja, Sie gehen jetzt von einer Insellösung aus, die den Gesundheitssektor betrifft, und möchten das über der ganzen Universität ausrollen letztlich. Wir haben aber gerade gesehen, wie überzeugend Sie selber sind in Ihrer Rolle und mit Ihrem Commitment. Das Ganze kann ja nur gelingen, wenn Sie es schaffen, ein Team zu formen von ähnlich begeisterten und auch kompetenten Partnern in den anderen Bereichen, die das Ganze tragen und die Kontroversen, die dabei auftauchen, auch managen und letzten Endes eben qualitätsvoll sozusagen auf die Landebahn bringen. Da sehe ich noch einen sehr langen Weg vor Ihnen und ich habe aus dem Konzept jetzt nicht unmittelbar entnehmen können, was da jetzt konkret passieren kann oder soll. Da kann ich vielleicht kurz was dazu sagen. Ich bin zwar Informatikprofessor, bin aber heute hier als Direktor des Gutenberg Lehrkollegs. Das ist eine zentrale Universitätseinrichtung, so ein Exzellenzkolleg, der versucht, die Exzellenz in der Lehre an der Universität sicherzustellen oder zu stärken, zu fördern. Das ist was, was der Universität Mainz sehr wichtig ist, dass die drei, die Säulen Forschung und Lehre gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und das Gutenberg Lehrkolleg ist besetzt mit Mitgliedern aus allen Fachbereichen, die sich durch besonders exzellente Lehre oder durch besonders gute Forschung im Bereich Lehre hervorgetan haben. Und wir wollen
unter anderem auch, neben anderen Dingen, die wir da tun werden, aber unter anderem auch als Keimzelle dienen, um zu helfen, diesen Transfer zu erreichen. Wir haben eben die Kompetenz und wir stehen voll hinter dem Projekt und können damit helfen, das in verschiedene Fachbereiche zu bringen. Wir haben damit auch Erfahrung. Genau, eine Anmerkung vielleicht noch. Wir haben bereits dieses Medizin im digitalen Zeitalter, haben wir ein Data Literacy für Medizin Modul entwickelt gehabt, das wir vor anderthalb Jahren implementiert haben. Das hat ursprünglich mit einer Person begonnen und mittlerweile haben wir 20 Dozierende, die bereits im Prinzip dann transferiert werden können. Aber als Zielgruppe nicht nur die Medizinstudierenden, sondern die genannten verschiedenen Fachdisziplinen. Madame, Sie wollen nochmal nachhaken. Ja, vorhin wurde ja auch die Theologie genannt. Und wenn man an Gutenberg denkt und die Rolle des Buchdrucks für die Entwicklung der Kirchen in Europa, ja, dann muss man sich auch hier fragen, geht das auch in diesem Bereich? Selbstverständlich. Wenn ich Theologie und Philosophie in Mainz zusammennehmen darf, alte auch Priesterseminars, bischöfliche Universität ursprünglich, wir formen gerade in die praktische Philosophie, in einem Schwerpunkt praktische Philosophie um. In der Theologie spielt das genau eine ganz große Rolle. Wir adressieren ja mit unserer Data Literacy nicht nur das Technologische und das Statistische, sondern wir adressieren vor allem gesellschaftliche Verantwortung, gesellschaftlichen Wandel, ethische Probleme, rechtsethische, aber auch sozialethische Probleme ganz, ganz stark. Und selbstverständlich werden wir versuchen, die Theologen dafür zu interessieren. Sie werden sich dafür interessieren müssen. Und dann bringen wir ihnen Grundlagen der Bewertung bei, aber wollen vor allem in der Breite diese Themen in den Vordergrund stellen, als Literacy, als Umgang in einer sich durch Daten nicht nur als Zahlenverstand, sondern Datenforschungsdaten im weiten Sinne verändernden Welt. Frau Buß. Sie haben sehr schön dargestellt, wie Sie die unterschiedlichen Kompetenzen, die Sie adressieren, auch vermitteln wollen. Ein bisschen gewundert habe ich mich über den MOOC, der ja überwiegend, also eigentlich online, ohne jetzt große Betreuung, zumindest so wie man das sieht, konzipiert ist, mit dem Ziel, Defizite zu beseitigen. Das ist jetzt erstmal nicht so besonders attraktiv für Studierende vielleicht, wenn das der Fokus ist. Für mich stellt sich die Frage, wie Sie Studierende, die jetzt wenig persönlichen Zugang zu dem Thema Daten haben, dazu bringen möchten, den MOOC zu besuchen und dann auch eben erfolgreich abzuschließen, weil das in Online-Settings, das haben wir ja schon gehört, gerade dann ohne Betreuung schon eine große Herausforderung sein kann. Wenn das die Basis ist für alles, was folgt. Genau, also im Rahmen der Projektphase sehe ich vor allem den MOOC als Vorbereitung für den Hackathon. Also dass wir Studierende motivieren, an dem Hackathon teilzunehmen und dass wir die Zeit nicht verlieren zu Anfang von einem projektbasierten Arbeiten, sondern dass der vorgeschaltet ist. Sicherlich ist es richtig, die Motivation von den Studenten, die man schwer erreichen kann, ist insbesondere über Online-Learning nicht unkompliziert. Wir haben allerdings diesbezüglich auch noch unabhängig von Gutenberg Data in den jeweiligen einzelnen Fächern durchaus auch Unterrichtsveranstaltungen, die im Kontext zu diesem stehen. Das ist je nachdem, welches Fach man adressiert, sind es vollkommen unterschiedliche Veranstaltungen. Und diese werden im Rahmen von der Bedarfsanalyse, werden wir dort die Anker identifizieren, wo wir sozusagen rein müssen, um die Studierende für MOOC und für Hackathon und die weiteren Veranstaltungen zu gewinnen. Herr Mayer-Guckel, Sie hatten sich gemeldet und Sie schauen kritisch. Deute ich das richtig? Eigentlich will ich nur eine Frage stellen. Das Interessante ist ja, dass Sie sozusagen einen Themenfokus haben, der zwar so aus einem Fachgebiet kommt, aber gleichzeitig eben viele adressiert. Aber was lerne ich dort als Psychologe, als Wirtschaftswissenschaftler, was mich entweder inspirieren kann oder auch im Sinne einer Kompetenzerweiterung mein eigenes Fachgebiet sozusagen ergänzen kann oder sogar durchdringen kann. Also verstehen Sie, was ich meine? Was passiert da und was kann ich damit dann in meinem Fach anfangen und wo wird das dann auch aufgegriffen in meinem Fach? Genau. Also im Bereich von dem Projekt Gutenberg Data, unabhängig jetzt von diesem Health-Bezug, ist es wichtig, immer eine Identifikation der Teilnehmer und der Dozierende zu einem bestimmten Thema zu erreichen. Mit Health, glauben wir, können wir eine Vielzahl von Personen adressieren, weil bei Arzt oder Psychologe, glaube ich, ist es selbsterklärend. Aber zum Beispiel
ein Studierender der Betriebswirtschaftslehre, für den ist vielleicht die Bedeutung von Gesundheitsdaten als Wirtschaftsfaktor ganz entscheidend. Für den Studierenden von Jura, die enormen und zum Teil auch nicht ganz geklärten rechtlichen Rahmenbedingungen von Gesundheitsdaten und die gesellschaftspolitische Dimension ist enorm aktuell. Und von daher haben wir diese low-hanging fruit im Prinzip identifiziert, die Gesundheitsdaten, wo viele Studierende sich identifizieren können und wo wir, glaube ich, einfachere Bedingungen haben für einen Einstieg in diesen Bereich, um danach modular weitere Bereiche zu adressieren. Genau, und das wäre nämlich das Entscheidende, das wäre der Einstieg und der erste Transferbereich, wenn wir an so etwas denken wie Lehrerbildung, und das ist ganz entscheidend, glaube ich. Wir haben die KMK-Strategie zur digitalen Welt, es gibt jetzt ein Konzept, wie das in Rheinland-Pfalz umgesetzt wird, in der Fortbildung, in der Lehrerbildung, das in die Lehrerbildung zu dringen, wo wir 22 gymnasiale Fächer haben, zum Beispiel an der Universität, das geht über einen allgemeinen Datensatz, die wirklich jeden Interessierten muss. Dafür nehmen wir das noch, und dann versuchen wir aber zu adressieren, in der Archäologie, Geodaten, in der Geowissenschaft, und so weiter, in der Soziologie, wo sind die Daten, das dann auszuweiten. Das ist der Pilot und der Startpunkt. So, Frau Hilkerken. Also, ich habe Ihren Antrag gelesen und dann habe ich das MOOC gefunden und habe ich gefragt, gibt es nicht schon 20.000, vielleicht noch ein Null extra, vielleicht noch ein Null extra MOOCs online, die man benutzen könnte. So wie die Göttinger halt zuerst mal rumschauen, was gibt es eigentlich? Genau. Zusammenarbeitsmöglichkeiten sehe ich da übrigens auch. Genau, das haben wir im Prinzip im Antrag genau auch deshalb adressiert. Also der MOOC setzt sich zusammen aus kuratiertem Fremdmaterial, was bereits produziert ist. Und das ist ein ganz, ganz großer Anteil. Und wir produzieren eigentlich nur noch die Bausteine, die aus unserer Sicht in anderen Produktionen noch nicht abgebildet sind oder die wir spezifisch schulen wollen, weil wir zum Beispiel dann in den Wochen danach im Hackathon das angehen werden. Aber wir werden überwiegend auf kuratiertes Fremdmaterial eingehen und nur Module oder einzelne Bestandteile bauen, die essentiell sind im Hinblick auf unsere Unterrichtsveranstaltungen. Und so schätzungsweise, um wie viel Prozent das Ganze geht das? Auch für Herr Mayer, dass er vielleicht keinen Wuchs finanzieren möchte? Für die Kalkulation, meinen Sie? Jo. Ich bin Juristin, kalkulieren kann ich ja nicht. Genau, also ich denke sicherlich, dass das sicherlich 2/3 Fremdmaterial sein werden und eventuell nur noch 1/3, wo man vielleicht verschiedene Bestandteile verlinken muss untereinander und den Übergang herstellen muss oder auch den Ausblick auf ein konkretes Projekt, was wir dann vor Ort in Präsenz bearbeiten wollen. Und ich glaube, ganz entscheidend ist auch die Anreicherung auch dieser MOOCs durch Material, was dann selbst produziert wird von Zeit zu Zeit in den verschiedenen, im Data Lab, auch im Hackathon, aber vor allem im Data Lab, dass wir sagen, unsere eigenen Studierenden, vorgängige Generationen nehmen das auf und das wird kuratiert sozusagen von Spezialisten und wird Teil des nächsten MOOCs, denn das erhöht die Motivation und Motivation, um es in die Breite zu bringen, auch zu den Theologen und zu den Philosophen, ich bin Literaturwissenschaftler, das ist an dem Punkt, glaube ich, alles, dieses Problembewusstsein für digitalen Wandel zu wecken darüber. Ich bin jetzt hellhörig geworden, ich hake jetzt nochmal nach. Massive Open Online Courses, ist ja das Wort Open drin. Wollen Sie Ihre Materialien eigentlich alle unter eine freie Lizenz stellen, dass es auch für andere nachnutzbar ist? Im Prinzip ja, sicherlich in der allerersten Phase nicht. Wir werden das natürlich dann sozusagen implementieren, wir werden es evaluieren. Wir haben mit dem ZQ in Mainz ein Institut, was, glaube ich, ein gewisses nationales Renommee hat in seinen ausgepufften Evaluationsmethoden. Wenn das gut evaluiert wird, dann wollen wir das tatsächlich Massive Open Online stellen, also mit entsprechend den Lizenzen, die es ja gibt, versehen. Eine entsprechend freien Lizenz, andere können das weiter nutzen, auch auseinanderschneiden. Eingeschränkt, es gibt ja nun die Common Lizenz, die verschiedenen Abstufungen und so weiter. Ja. Okay, gut. Frau Michel. Sie wollen ja mit dem MOOC Grundlagen legen für die beiden späteren Module und haben ja auch gemäß Lernziel-Taxonomie das schon schön beschrieben, was Sie da für Wissensebenen adressieren wollen. Können Sie vielleicht mal ein paar Beispiele für Inhalte bringen, die in dem MOOC drin sein sollen? Genau, im MOOC meinen Sie, genau. Also im MOOC wird man im Endeffekt einmal
einen kurzen Durchgang, denke ich, von so einem Ablauf durchgehen. Im Prinzip von der Bedeutung von Daten überhaupt für die gesellschaftliche Zusammenleben, für die fachspezifische Arbeiten aus den unterschiedlichen Facetten. Und danach geht es im Prinzip in Datensätze, also Daten generieren. Das ist ein vollkommen unterschiedlich. Also wir generieren Daten. Ich fand es toll, wie Leufana das vorhin demonstriert hat. So entstehen Daten heutzutage und das sind zum Teil die ganz wertvollen Daten. Also ein Bewusstsein für die unterschiedlichen Datengenerationen und dann halt Überanalyse, Interpretation an konkreten Beispielen des Verdeutlichen. Ich denke, da kann man diese ganzen theoretischen Grundlagen, die sind sehr gut durch diese Fremdmaterialien abzubilden. Diese konkreten Anwendungsbeispiele, denke ich, haben wir häufig einen Auftrag, das selbst zu produzieren. Und wir haben, denke ich, eine gewisse Synergie durch das Projekt Medizin im digitalen Zeitalter, wo wir einiges schon produziert haben die letzten 2 Jahre. So, kommen wir zur letzten Frage. Herr Litter, die Ehre gebührt Ihnen. Okay. Ja, nochmal eine Frage zum Thema Medizin. Wir haben vorhin schon von den Geisteswissenschaften gehört, warum es ganz wichtig ist, dass wir da für Data Literacy sorgen. Bei der Medizin klingt es erstmal ganz überzeugend. Es gibt viele Daten. Andererseits scheitert im Moment alles, was IBM mit Watson macht. Da passiert eigentlich nicht viel. Deshalb meine Frage, wir können doch erstmal 5 Jahre warten. Wir geben das Geld heute den geisteswissenschaftlichen Unis. Ihre Daten sind in so schlechter Verfassung, dass selbst IBM damit nichts machen kann. Also warum ist es dringend? Warum müssen Sie heute gewinnen? Wir sind eine geisteswissenschaftliche Uni und eine medizinische. Das wäre die Pointe an der... Aber zur Medizin. Die Medizin unterläuft aktuell einen fundamentalen Wandel. Die existierenden Strukturen, haben Sie sehr gut beschrieben, sind häufig nicht gut in der Lage, diesen Wandel zur datengetriebenen Medizin vorzunehmen. Aber andere tun es. Und es sind nicht die klassischen Akteure. Selbst IBM als Technologieunternehmen hat große Probleme mit IBM Watson. Und aus Marburg ist es zum Beispiel IBM Watson rausgeflogen aus der Klinik für seltene Erkrankungen. Wissen Sie, wer drin ist mittlerweile? Ada. Ein Unternehmen, ansässig hier in Berlin, London und München, aktuell eins der spannendsten Startups oder Startups eigentlich nicht mehr, Medizinunternehmen, und die sind auch in dem Projekt mit dabei als Projektpartner. Ich will nur ganz kurz eine Sache anschieben, nicht, dass das falsch verstanden wird. Unser Anspruch ist auch nicht, in den entsprechenden Fachdisziplinen lauter kleine Data Scientists auszubilden, sondern wir denken, dass das Thema Data Literacy eine Kulturtechnik ist, die auch nicht mehr weggeht und die man braucht. Und diese fachspezifische Geschichte ist zum einen dafür da, damit man es im Fach anwenden kann, aber ganz sicherlich auch, um Motivation dafür zu finden, sich mit etwas zu befassen, von dem wir denken, das müsste eigentlich jeder heutzutage in gewisser Weise irgendwie mitbekommen. Data Literacy als Kulturtechnik, das ist doch ein schöner letzter Satz. Aber noch nicht ganz. Wir haben ja noch die Publikumsanwältin Frau Dittmann. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch wieder gute Fragen gibt hier aus der Audienz und natürlich von Ihnen aus dem Internet. Hier gibt es eine Frage, die nochmal auf den Hackathon zielt. Und zwar, wie genau ist der gestaltet und was sind die Lernziele hier? Und damit auch verbunden die Frage, die auch bei anderen Projekten schon gestellt wurde, wie wird sichergestellt, dass auch der kritische Umgang mit den Daten gelernt wird? Kritische Umgang. Mhm. Genau. Also Ablauf Hackathon kann ich vielleicht gerade mal skizzieren. Also Hackathon läuft bei uns so, dass wir einen Datensatz hineingeben. Und es sind die unterschiedlichen Studierenden, aber es sind auch die unterschiedlichen Dozenten und die externen Partner mit dabei. Es startet eigentlich, was wollen wir überhaupt mit diesen Daten machen? Also welche Fragestellung haben wir an diesen Datensatz? Und das mag von einem Mediziner und einem Psychologen eine andere Frage sein, wie von einem Geisteswissenschaftler oder jemanden, der vielleicht wirtschaftliche Interessen an diesen Daten hat. Diese Fragen werden zunächst erstmal generiert und dann gemeinsam abgearbeitet. Und ich glaube zwar, dass sicherlich Programmieren, Coding eine gewisse Bedeutung hat, aber ich bin der Meinung, nicht jeder wird Programmieren lernen. Also zumindest nicht im Horizont die nächsten 3 bis 3 Jahre, von denen wir sprechen, sondern ein gemeinsames Grundverständnis für die Arbeit füreinander und die jeweilige Expertise nehmen und sich austauschen können. Das findet bei diesem Hackathon statt, bis zur Analyse, bis zur Projektvorstellung und Projektdokumentation, die wieder Eingang findet in den MOOC.
Eigentlich ist die Zeit abgelaufen, aber es geht ja noch um den kritischen Umgang mit Daten. Wenn Sie dazu noch zwei Sätze sagen können. Kann ich ganz kurz was sagen? Informatiker neigen vielleicht dazu, immer mehr so zu gucken, was ist technisch möglich und auszuprobieren. Aber die Lehre hier wird explizit nicht nur von Informatikern gehalten, sondern es werden die Fragen der Ethik und des Rechts genauso mitgelehrt. Insofern bringt das Ganze auch einem Informatiker was. Also das ist wirklich was Neues, was Interdisziplinäres. Es ist nicht nur Methodenlehre. Und da kommt sicherlich der kritische Umgang mit den Daten rein. Gut, dann ganz, ganz herzlichen Dank ans Team der Gutenberg-Universität Mainz. So, und man konnte ja gar nicht richtig die Hände heben beim Schrittzähler. Eigentlich müssen aber alle von uns, die ein iPhone haben, da zumindest die Hände heben. Ich habe mich vor ein paar Monaten festgestellt, dass, ohne dass mir das bewusst war, mein iPhone meine Schritte seit Jahren schon mitzählt. Und es ist, wenn Sie auch ein iPhone besitzen, wird es das wahrscheinlich bei Ihnen auch tun. So, ich begrüße die Hochschule Mannheim. Sie ist bereits auf der Bühne. Sie sind nur zu zweit dieses Mal. Oh, zu dritt. Also, okay, wunderbar. So, auf der Bühne haben wir Matthias Bantel, Projektleiter Kompass Kompetenzzentrum Lehre und Lernen, direkt neben mir. Professor Dr. Till Nagel, Professor für Visual Analytics und Professor Dr. Thomas Schüssler, Prorektor für Lehre. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Sehr geehrte Jury, ich habe das Vergnügen, den Auftakt zu machen für die Präsentation unseres Modells Modal, ein Projekt, welches mir persönlich für die ganze Hochschule sehr am Herzen liegt. Zunächst, weil es uns ermöglicht, als Hochschule den offensichtlichen und weiter wachsenden, wir haben es heute vielfach gehört, Kompetenzbedarf unserer Studierenden im Umgang mit Daten schneller und systematischer zu decken, als dies sonst möglich wäre. Darüber hinaus aber auch, weil dieses Projekt etliche explizit fächerübergreifende und fakultätsübergreifende Komponenten hat und die damit verbundene Ertüchtigung unserer Studierenden über die Grenzen ihres Faches hinaus, über den berühmten Tellerrand hinaus zu schauen, zu denken und zu arbeiten, ist ein erheblicher Zusatznutzen, den wir hier auch nutzen möchten. Last but not least würde dieses Projekt ideal bereits an unserer Hochschule bestehende Initiativen ergänzen und das Ganze abrunden. Wie Modal nun genau funktioniert und wie das dazu beitragen soll, werden jetzt meine beiden Kollegen Matthias Bantel und Till Nagel erklären. Ganz herzlichen Dank. Wie Herr Schüssler gerade schon angesprochen hat, wurde das Mannheimer Modell Data Literacy Education in zwei hochschulweiten Kompetenzzentren von einem fakultätsübergreifenden Lehrendenteam und von Vertreterinnen interdisziplinärer Lehr-Lernprojekte an der Hochschule Mannheim entwickelt. Wir begreifen Data Literacy als Schlüsselkompetenz der digitalen Gesellschaft. Das heißt, es geht darum, Studierende zu einem planvollen, verantwortlichen und kritischen Umgang mit Daten zu befähigen. Dazu gehört ein ganzes Bündel von Kompetenzen, dass wir nicht auseinanderdividieren möchten, sondern dass wir langsam und sukzessive im Anspruchsniveau steigern möchten. Wir haben uns deswegen für einen dreistufigen Aufbau entschieden, das auf einem relativ breiten Fundament aufsetzt, in dem grundlegende Datenkompetenzen gefördert werden und dann bedarfsgerecht die Steigerung ermöglicht. So stellen wir sicher, dass wir Studierenden aller Fächer in allen Phasen des Studienverlaufs bedarfsgerechte Angebote zur Data Literacy Education machen können. Auf der ersten Stufe Unimodal sind die Zielgruppen alle Studienanfängerinnen aller Fächer an der Hochschule Mannheim. Das heißt, die Maschinenbauer sind genauso angesprochen wie die Studierenden der sozialen Arbeit und die angehenden Kommunikationsdesignerinnen. Wir werden dazu ein digitales Studium Generale implementieren. Sitzungen einer Ringvorlesung werden von Vertreterinnen aus allen wissenschaftlichen Disziplinen sowie von Praxisakteuren aus Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft bestritten. Sie sprechen jeweils zu einem Themenfeld der Data Literacy und in anschließenden Praxisübungen werden die Inhalte vertieft. Wir können hier auf erfolgreiche Einführungsveranstaltungen an der Hochschule Mannheim aufbauen. Wir möchten zum einen einschlägige Grundlagenvorlesungen für fachfremde Studierende öffnen und in der Anfangsphase die Teilnahme zertifizieren. Später ist dann auch die curriculare Einbindung und die Kreditierung geplant. Die zweite Stufe, bimodal,
setzt an erfolgreiche inter- und transdisziplinäre Lehr-Lern-Projekte an der Hochschule Mannheim an. Beispielsweise im Projekt Kompass arbeiten Studierende aller Fächer im Grundstudium gemeinsam in kleinen interdisziplinären Teams an einer offenen Aufgabenstellung, und zwar ein Semester lang unter tutorieller Begleitung. Dieses Projekt möchten wir zu einem praxisnahen Datenprojekt weiterentwickeln, um den Studierenden die Entwicklung fortgeschrittener digitaler Schlüsselkompetenzen zu ermöglichen. Das heißt, noch stärker als jetzt schon soll es darum gehen, die Probleme datengestützt zu beschreiben, alternative Lösungsansätze zu visualisieren und datengestützt, datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Wir haben hier an der Hochschule Mannheim eine tolle Infrastruktur, die den Studierenden Ermöglichungsräume für ein selbstorganisiertes, erfahrungsorientiertes Lernen eröffnet. Unter anderem das Kompetenzzentrum Virtual Engineering, mit dem wir das sehr eng in die Lehre eingebunden ist, aber auch ein tolles Unterstützerinnennetzwerk in der Region, in der Stadt und nicht zuletzt die Tutorinnen und Tutoren, die die studentischen Projekte begleiten. Die Studierenden nehmen mit, dass sie gemeinsam mit der Hilfe von Daten reale Probleme in Stadt und Region angehen können. Und das steigert unglaublich die Motivation und das Verantwortungsbewusstsein in der digitalen Gesellschaft. Und ich werde jetzt die dritte Stufe kurz vorstellen und anhand eines interdisziplinären Projektes auf einige Aspekte eingehen. In diesem Kurs arbeiten Studierende aus der Informatik gemeinsam mit Gestaltern im Rahmen des forschenden Lernens an datengestützten Lösungen für Probleme aus der realen Welt. Und dabei eben müssen sie mit den Experten, mit Domänenexperten erstmal zusammenarbeiten und identifizieren offene Fragestellungen und können sich dann im Prozess, im Laufe des Projektablaufs dann verschiedene Methodiken und Techniken aneignen, auch kreativer Natur. Hier etwa sieht man, wie die Studierenden dann gemeinsam mit Verkehrsplanern in einem Design Thinking Workshop durch die Analyse von Fahrgastzahlen versuchen, den Nahverkehr zu verbessern. Und es werden also sehr rasch dann echte oder reale Daten explorativ analysiert und iterativ verschiedene Visualisierungstechniken entwickelt. Und dafür sind eben auch neue Lernumgebungen notwendig. Ein kleines Beispiel hier, das ist am Ende entstehen funktionale Prototypen, bei denen dann hier etwa interaktiv visuell analysiert werden kann. Ziel war es hier, die Stadt dabei zu unterstützen, Bedarfe der Bürger besser zu verstehen. Das sind hier die Visualisierung von crowdsourced Fahrraddaten. Dies ist ein Beispiel für das vielfältige Angebot an der Hochschule, das wir inmodal dann begleiten, verstetigen möchten. Und das wollen wir tun durch diese Säule des Multimodalen, in der wir dann die Lehrenden begleiten und auch eben quantitativ wie qualitativ kontinuierlich die Lehre evaluieren wollen. Weiterer wichtiger Aspekt ist die Institutionalisierung des Transfers von Projekterkenntnissen in die Öffentlichkeit, in die Zivilgesellschaft, wie auch in die Wirtschaft und Verwaltung. Ja, vielen Dank, Herr Bantel, vielen Dank, Herr Nagel. Also meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde mir wünschen, dass wir Sie schon durch unseren Vortrag davon überzeugen konnten, dass unser Projekt in besonderer Weise förderungswürdig ist. Dessen ungeachtet sind wir, und wenn ich jetzt sage wir, spreche ich für die Leitung unserer Hochschule, davon überzeugt, dass dieses Projekt förderungswürdig ist. Und wir werden das als Hochschule in jedem Fall fördern, ob wir zusätzliches Geld bekommen oder nicht. Aber, und das ist das große Aber, ich bin auch sicher, dass wir das nur in einem gebotenen Umfang, in der gebotenen Intensität, in der gebotenen Geschwindigkeit erreichen können, wenn wir zusätzliche Mittel hierfür bekommen, um da an den Start zu gehen, um die ich Sie hiermit herzlich bitte. Aber zuvor sind wir natürlich gerne bereit, Ihnen noch Fragen zu beantworten. Ja, wir können uns sicherlich darauf einigen, dass es ein sehr ambitioniertes Projekt ist. Herr Krupka, was denken Sie? Ja, ich sehe es genauso, also sehr ambitioniert. Dadurch, dass es quasi hochschulweit auch wirken soll. Eine zentrale Rolle spielt ja das Kompetenzzentrum Lehre und Lernen. Sie schreiben, das ist neu gegründet. Da würde mich einfach der Status interessieren. Also wo stehen Sie da? Wann wurde das neu gegründet? Und dann daran anschließend die Frage, welche Rolle denn die Vermittlung digitaler Kompetenzen da heute schon spielt und welches Delta gegebenenfalls eben jetzt dieses Projekt dazu schafft.
Ja, also in der Tat, das ist einer der wesentlichen Entwicklungsschritte, der seit der Antragstellung dann nochmal passiert ist, wie es mit dem Kompetenzzentrum Lehre und Lernen hier vorangegangen ist. Es ist eine relativ neue Einrichtung. Natürlich gab es die Vorläufer schon seit langer Zeit, also seit das Thema Interdisziplinarität in der Lehre eine Rolle spielt. Also man kann so das Jahr 2012 eigentlich als Initialzündung begreifen, aber jetzt ist es endlich gelungen. Es gab ein Gelegenheitsfenster für diese wesentliche Strukturentwicklung. Das Kompetenzzentrum Lehre und Lernen ist eine hochschulweite, funktional unabhängige Einrichtung, die aber eng mit dem Rektorat zusammenarbeitet. Und da haben sich Lehrende aller Fakultäten zusammengeschlossen, die sagen, uns liegt die didaktische, inhaltliche, konzeptionelle, organisatorische Weiterentwicklung von Lehre und Lernen am Herzen. Und dass wir hier zum ersten Mal eine systematisch hochschulweite Plattform haben, um sich darüber auszutauschen. Übrigens auch mit den Studierenden, die da fest eingebunden sind über den ASTA. Den zweiten Teil der Frage habe ich jetzt vergessen, leider. Naja, also die Frage kann vielleicht der Herr Nagel auch oder Sie beantworten. Der zweite Teil war praktisch die Frage, was jetzt mit den Mitteln oder mit dem Projekt, das Sie jetzt praktisch beantragt haben, wo da das Delta ist, also was sich da ändert. Richtig. Ja, also in der Informatik haben wir eben auch Kollegen, die für Big Data zuständig sind, für Information Retrieval oder für Machine Learning. Wir wollen aber natürlich das jetzt eben ja in die verschiedenen Disziplinen tragen. Und dort gibt es jetzt ja auch schon viele datengestützte Probleme, Fragestellungen. Und wir wollen dann eben die Fähigkeiten und Kompetenzen auch in die Disziplinen tragen. Und deswegen hatten wir ein Beispiel gezeigt, ein interdisziplinäres projektbasiertes Lernen, in dem wir eben genau diese Dinge schon tun. Und das wollen wir dann eben ausfahren und verstetigen. Können Sie das nochmal ein bisschen konkretisieren? Ja. Also wie wollen Sie das genau ausfahren und verstetigen? Also weil das ist ja schon eine Frage, 250.000 Euro, Sie machen das Projekt sowieso, das finde ich großartig, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also gerade durch diese stufenbasierte, das Modell, dass wir sagen, eben im Unimodalen ist es ja für in die Breite und dann dadurch, dass es als Pyramide auch dargestellt ist, unsere Idee des Konzeptes ist eben, dass es dann auch immer wieder spezifischer Studierende anspricht und in dem Bimodalen also dann auch schon fachspezifisch und in dem Trimodalen also forschungsorientiert, dass Studierende daran forschen können. Und das ist darin eben die Idee, warum wir das dann trotzdem in die Breite bringen können, dass wir also sagen, wir haben Kompetenzen und die avancierteren, die erweiterten Erkenntnisse werden dann eben auch in den späteren, in den höheren Stufen vermittelt. Okay, vielen Dank. Frau Hehlkerken, ich hatte schon gesehen, dass Sie sich bereit machen danach. Nachhaltigkeit einer Studieneinheit wie das Modal bedeutet meist auch, dass Studierende etwas bekommen, wenn sie das Studienpensum absolviert haben. Heutzutage wird das meistens ausgedrückt in European Credits, obwohl meine Studierenden in der aller Regel auch die Note ganz wichtig finden oder einen Schein oder ein Zertifikat. In ihrem Antrag finde ich keine Erläuterungen, wie Sie sich das vorstellen oder eben nicht vorstellen. Aber können Sie das vielleicht jetzt noch mal ein bisschen erläutern? Vielleicht, wenn ich einsteigen darf. Natürlich ist unser letztes Ziel, dass wir die Data Literacy Education verstetigen und, sagen wir, nahezu verbindlich machen, eben auch mit den entsprechenden Veranstaltungen. Diejenigen, die aus der Hochschulpraxis kommen, wissen natürlich, dass die curriculare Verankerung höchst kompliziert ist. Da muss jede Fakultät zu jedem Studiengang befragt werden und es ist nicht immer ganz einfach. Aber, und hier bin ich hoffnungsfroh, wir hatten ja ein ähnliches Projekt Kompass, wo es auch in der Studieneingangsphase dann auch über mehrere Stufen hinging. Da war auch das in Fachhochschulen ist es sicherlich noch problematischer. Da wird die Fachlichkeit immer sehr stark betont und fächerübergreifende Dinge fallen oft hinten runter, weil man sagt, wir haben doch gar keine Zeit, das jetzt auch noch zu machen. Aber wir hatten einige Promotoren in Kompass, die es eben geschafft haben durch persönliches Engagement und letztlich einfach loslegen, machen und die anderen gucken und sehen, Mensch, das ist ja toll, was da passiert. Ist es uns gelungen, schon in mehreren Studiengängen jetzt dieses Kompass-Projekt curricular zu verankern? Die Hoffnung ist schlicht und einfach, dass das hier ganz genauso passieren wird. Und da bin ich sehr optimistisch, zumal Data Literacy kein Nice-to-have, sondern Must-have ist. Gar keine Aber Frage. Einmal möchte ich noch nachhaken. Wie viel Studienaufwand ist es für einen Studierenden? Weil ein ECTS, ein EC, ist ja 28 Stunden. Wir haben hier 5 EC gesehen bei einer Anträge, bei anderen 16 bzw. 28 EC. Wie viel Aufwand ist es für einen Studierenden, die das ganze Programm macht?
Also momentan ist es so, dass der Vorläufer zur Stufe 2 Bimodal, dass der ja schon läuft und auch kreditiert wird in allen 22 Studiengängen. Da schwankt die Kreditierung zwischen 1,5 und 4. Wir mussten da so ein bisschen flexibel sein, je nachdem, was die Studienprüfungsordnung hergeben. Wir versuchen dann eben, die entsprechenden Ausgleiche zu schaffen durch Workshops für die Studierenden, die mehr Credits kriegen als andere. Also der tatsächliche Workload bewegt sich für dieses Datenprojekt im Umfang von etwa 2 ECTS, würde ich sagen. Das ließe sich natürlich auch noch steigern. Also momentan ist es so, dass sich die Studierenden, die interdisziplinären Teams einmal pro Woche in einem Doppelblock treffen und dann auch viel Selbststudium natürlich haben. Bei der Trimodal ist es so, dass wir momentan eben vor allem in der Informatik das als Wahlpflichtfach eingegliedert haben. Wie hoch das kreditiert ist, das weiß Herr Nagel besser als ich. In einem Satz. Also das sind jetzt 5 ECTS, aber auch dort ist es ja schon interdisziplinär. Wir laden Studierende ein, bei uns mitzumachen und wir arbeiten gemeinsam mit Kursen, die schon auch existieren in den anderen Fakultäten. Und dann gibt es teilweise auch leichte Abweichungen darin, aber das versuchen wir auszugleichen. Okay, Frau Michel. Ja, vielen Dank. Also ich finde das wirklich ein super ausgearbeitetes Projekt. Was mir besonders gefällt, ist auch die Weiterbildung der Lehrenden. Ich habe, glaube ich, Trimodal noch nicht so ganz verstanden. Sie haben in dem Antrag ja, glaube ich, geschrieben, dass das auch häufig Abschlussarbeiten, studentische Abschlussarbeiten sind. Und was mich da interessieren würde, wie verhält sich die jetzige Betreuung von datenbezogener Abschlussarbeiten durch die Gutachter, Gutachterin, dann eben zu der Betreuung, die Sie zusätzlich in Trimodal noch anbieten werden? Also derzeit ist es so, dass teilweise Abschlussarbeiten dann auf den Ergebnissen oder im Rahmen der Projekte dieser bereits vorhandenen Projektarbeiten entstehen. Es ist dann aber so, dass wir uns überlegen, dass das später auch danach wieder, das heißt die Absolventen, dann wieder neu als Experten mit einsteigen und da helfen können, unterstützen mit den Dingen, die sie ausgearbeitet haben. Das war in der Tat eine kurze Antwort, aber ausreichende Antwort. Leider nein, ich verstehe immer noch nicht, wie die Betreuung, also wenn das Abschlussarbeiten sind im Einzelfall, betreuen Sie dann aus Ihrem Studiengang, aus dem Wahlpflichtmodul plötzlich Abschlussarbeiten aus ganz anderen Fächern mit oder wie läuft das dann? Also das mache ich derzeit tatsächlich schon, dass ich jetzt momentan in dem Fall, weil das eben das ist, was schon existiert, aus der Gestaltung habe ich gerade 2 Bachelor-Absolventinnen, die ich betreue und die eben arbeiten, bearbeiten oder erforschen, die mit diesem Thema zu tun haben. Und das wird dann eben auch anerkannt. Danke. Okay, Frau Carson. Thank you very much. There's a certain honesty in your proposal that I really appreciated about the diversity of concepts that go under the label data literacy. Und Sie schreiben, die hochgradig uneinheitliche Definition zentraler Begrifflichkeiten sowie das wenig stringente Set an konsentierten Theorien und Methodologien. Also there are many things that go under this sammelsurium of data literacy. And so I want to ask a fairly pointed question about unimodal, which is put together as in the proposal as a sequence of 5 3-week units, only one of which deals with interpretation of data and touches there on statistics. And either I'm misunderstanding the proposal and there is more methodological foundations to it than I'm picking up, or I'm concerned that there is so much potential for students being drawn in by the attractiveness of your data literacy offering, but then not actually having the Handwerkzeug to draw appropriate, grounded conclusions from data. So with that fairly critical comment coming out of your own honesty, I wonder what you would respond to that.
Also ganz herzlichen Dank für die wirklich spannende Frage. Es ist uns sehr klar, dass mit so einem weit gefassten Ansatz auch eine große Verantwortung einhergeht. Und wir versuchen durch die Zusammensetzung des Projektteams genau diese Qualitätssicherung zu leisten, die die Studierenden verdient haben und die zu Recht einfordern. In dem Projektteam von Modal sind Kolleginnen und Kollegen aller Fakultäten, die ausgewiesene Experten auf dem Feld entweder der empirischen Sozialforschung oder Data Science oder einer anderen anwendungsorientierten empirischen Disziplin sind. Diese Kollegen sind als fester Bestandteil in die Ringvorlesung Unimodal eingebunden. Und Handwerkszeug haben Sie gesagt. Darum geht es aber natürlich auf einem sehr basalen, sehr elementaren Eingangsniveau auf dieser Stufe. Darüber hinaus sind dann die Praxisübungen begleitet unter tutorieller Aufsicht und nicht zuletzt durch die Gesamtorganisation des Projekts. Gut, Frau Buß und danach Herr Mannheim. Ich stelle mir noch die Frage, wie Sie das Konzept Unimodal attraktiv machen für die Studierenden. Also zu den Credits oder Anrechenbarkeit hatten Sie jetzt noch nichts gesagt. Und wie viele Studierende Sie planen, damit tatsächlich zu erreichen. Also nicht potenziell, sondern real. Wir sind eine sehr kleine Hochschule. Wir haben 5.300 Studierende, Studienanfänger zum Wintersemester 860. Zum Sommersemester ist es ein bisschen weniger. Wir rechnen jetzt in der Anfangsphase zwischen 15% und 20% davon zu erreichen. Wir haben da noch keine Erfahrungswerte. Wir glauben, dass es attraktiv ist durch das Zertifikat und wenn man eben darauf hinweist, auch durch die Referentin aus den Praxisfeldern, dass es sich um Kompetenzen handelt, die tatsächlich von sehr hoher Relevanz sind, was die spätere berufliche Laufbahn anbetrifft. Wenn ich hier vielleicht noch was ergänzen dürfte, Herr Bantel sagte eben, dass es auch ein Zertifikat gibt. Das war, glaube ich, Frau Michel vorhin auch ein Teil Ihrer Frage, den wir nicht beantwortet hatten da an der Stelle. Ja, es gibt ein Zertifikat und zu Frau Carson vielleicht noch, wir sind auch optimistisch, dass einfach durch die Mischung der Gruppen sich da etwas ergibt. Wir haben ja erfahren, Data Literacy ist ja kein einheitliches Gebilde. Wenn wir mal so unsere Fakultäten nehmen, der Maschinenbauer tickt anders als der Sozialarbeiter bei uns. Der Sozialarbeiter geht vielleicht kritisch mit den Daten um, der Maschinenbauer kann sie toll verarbeiten, aber fragt nicht wieso. Ja, und genau, etwas vereinfacht natürlich, aber in diesem Spannungsfeld und durch das Mischen der Gruppen hoffen wir uns eben einen Gewinn für beide Gruppen, dass eben auch der Klischee-Maschinenbauer kritisch die Daten beäugt und der Studierende oder die Studierende aus dem Sozialwesen sich schnell verarbeiten kann, technisch. Ja, das ist ja so unser Ziel, würde ich sagen, was wir damit erreichen wollen durch den Mix und an anderer Stelle hat das gut geklappt, ja. Gut, Herr Mannheim hat dieses Mal die Ehre der letzten Frage. Ja, also um jeden Verdacht einer Befangenheit wegen meines Namens auszuräumen, möchte ich eine kritische Frage noch stellen. Ich vermisse Elemente der Agilität in Ihrem Curriculum. Wie greifen Sie allfällige Änderungen auf, die kommen als Impulse aus der Wirtschaft oder von den Studierenden selbst? Können Sie die weiterentwickeln und verdauen sozusagen in dem Apparat Ihres Curriculums? Vielleicht darf ich dazu antworten. Wir stehen ja auch im Land Baden-Württemberg vor der Pflicht, nicht nur Lehrveranstaltungen einer Überprüfung zu unterziehen, sondern auch Studiengänge. Und wir machen selbstverständlich etwa alle 2-3 Jahre, wir sind da gerade im Begriff, eine neue Evaluationsordnung zu schaffen, evaluieren wir die Studiengänge und da werden natürlich auch die Inhalte vor allem durch die Studierenden kritisch durchleuchtet und auch die Studierenden nach Mängeln gefragt. Denn eins muss man ja sagen, auch wenn das vielleicht nicht das Ideal ist, häufig sind wir Professoren, die 20 Jahre an der Hochschule sind, schon gar nicht mehr in der Lage zu wissen, was gerade hip ist. Ja, und da sind wir sehr dankbar für die Rückmeldungen seitens der Studierenden im Rahmen der Evaluation. Und da es da entsprechende Ausschüsse des Senats gibt, wo die Ergebnisse auch diskutiert werden, sehe ich da durchaus eine gewisse Agilität, die, wenngleich sie nicht so groß ist, wie ich mir das wünschen würde. Ja, alle 3 Jahre hört sich nicht sehr häufig an. Das ist schon sehr häufig, genau. Na, naturgemäß durch in Bimodal und Trimodal kommt ununterbrochen ja auch der Einfluss und die Rückmeldung von der Wirtschaft, von der Verwaltung, von den externen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dadurch ist also auch eine kontinuierliche Anpassung angedacht. Gut, dann machen wir jetzt mal einen Strich drunter, beziehungsweise noch nicht ganz. Frau Dittmann, welche Fragen sind reingekommen? Auch wenn man ja leider den Link nicht sehen kann. Die Sonne macht uns da gerade ein bisschen Strich durch die Rechnung, aber man kann es ja hier sehen. Also auch für die Leute, die weiter hinten sitzen, sind auch vorne noch mehr Plätze frei. Diese Monitore funktionieren ziemlich gut. Frau Dittmann.
Hier ist eine Frage ganz oben, die Sie auch eben in Ihrer letzten Antwort schon mitgenommen haben. Wie werden die Themen generiert, in denen die Studierenden zusammenarbeiten? Und wer initiiert, begleitet und bewertet diese? Und dann gibt es hier noch eine Frage, welche Strukturen für das Datenmanagement gibt es schon in Mannheim und wie werden diese genutzt? Also zu dem ersten Teil der Frage, woher die Projekte kommen, das ist eben, dass wir angesprochen werden, auch von Partnern, von Externen, die dann Partner werden, wirklich aus den verschiedenen Bereichen. Und ich hatte ein Beispiel, sogar zwei gezeigt, die beide aus dem sagen wir mal, Verkehrs- oder Transportwesen kamen. Und dabei, das wurde heute auch schon einige Male angesprochen, ist es eben auch aus dem Lebensumfeld der Studierenden, weil sie eben dann halt GPS-getrackte Fahrradrouten hätte aufzeichnen oder direkt den Nahverkehr aus ihrer Region und dann auch wissen, auch wenn es verspätet ist, wie könnte man denn das verbessern? Das heißt also, da kommen Realweltprobleme, werden angetragen und werden dann oder können dann bearbeitet werden. Ich bräuchte noch mal ein Stichwort zum zweiten Teil. Das war doch mal der zweite Teil. Da ging es um die Strukturen für das Datenmanagement, die es schon gibt in Mannheim und wie die genutzt werden. Also derzeit ist es so, dass es natürlich auch wieder stark in der Informatik angesiedelt ist. Wir haben eben da auch wieder die Kollegen, die dann zum Beispiel Datenbanken unterrichten, die dann eben aber auch sozusagen einfachere oder nicht strukturierte Datensätze bearbeiten und das dann auch als Kompetenzen kommunizieren können. Die werden wir dann eben auch schon in Unimodal einladen, also für diese Ringvorlesung. Wir haben aber jetzt da eine Sammlung von den Projektdaten, die in diesen Uni- und Bi- und Trimodalen Projekten entstanden sind. Da haben wir nicht vor, die dann zu sammeln, sondern die sind dann immer abhängig von den verschiedenen Aufgabenstellungen. Gut, ganz, ganz herzlichen Dank an die Hochschule Mannheim. Ein komplexes und ambitioniertes Projekt. Es geht weiter mit den letzten, last but not least natürlich. Und das kann ja durchaus ein Vorteil sein für Sie, weil Sie werden natürlich am stärksten noch am neuesten in Erinnerung sein. Ich begrüße auf der Bühne Frau Professor Dr. Cornelia Freitag. Sie ist die Projektleiterin und Prorektorin für Lehre. Dann haben wir den Professor Dr. Thomas Bauer, Lehrstuhl für empirische Wirtschaftsforschung und Andrea Blome vom Institut für Erziehungswissenschaften. Es geht um das Projekt Data Literacy at RUB, sensibilisieren, ausprobieren, profilieren. So, Sie müssten... Ja. Ja, genau. Sie müssen links, rechts drücken. Genau, also rechts ja, natürlich. Genau. Entschuldigung. Hatte ich versucht. Okay. So. Vielen Dank für die Einladung zur Vorstellung unseres Projekts, in das ich jetzt kurz einführen möchte zum Stand an unserer Universität und wie wir so Zugänge zu Daten schaffen. Die Ruhr-Universität ist eine große Universität mit dem gesamten Wissenschaftsspektrum. In 20 Fakultäten können unsere Studierenden, unsere 43.000 Studierenden, 60 BA, 120 MA und 2 Staatsexamensstudiengänge studieren. Herausragende Forschung in der Data Science findet statt im Horst-Görz-Institut für IT-Security, im Zentrum für Computer Science und zukünftig auch im Tenure-Track-Programm der Bundesregierung, in dem wir 5 neue Data Science-Professoren berufen und vor allen Dingen, und das ist besonders interessant für dieses Projekt, 13 neue Professuren im Bereich von Digitalisierung und Gesellschaft. In der Lehre spielen Data Science außer in den Geisteswissenschaften in allen Studiengängen bereits eine Rolle. Und vor 3 Jahren ist mithilfe von Qualitätspaktmitteln besonders für Studierende der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften ein fakultätsübergreifendes Methodenzentrum geschaffen worden. Eine Digitalisierungsstrategie für die Lehre wurde in einer breiten Debatte über die letzten 2,5 Jahre von allen Universitätsmitgliedern diskutiert und vor 2 Monaten im Senat einstimmig beschlossen. Das Problem, das wir identifiziert haben, ist, dass ungeachtet der wissenschaftlichen Expertise in Data Science und der allgemeinen Aufmerksamkeit, die bei uns Datenkompetenz gewidmet wird,
Angebote für Data Literacy Education und Data Science Profilbildung, wo sie nicht curricular vorgegeben werden, eher zufällig gewählt werden, fachübergreifend weder inhaltlich abgestimmt noch sichtbar sind und die vielen Lehrenden kaum voneinander wissen oder wussten. Die Ausschreibung des Stifterverbandes hat uns jetzt die Gelegenheit gegeben, dieses Problem anzugehen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen der Uni zusammengebracht. Die haben sich gemeldet, das war also sofort ganz einfach, und haben ein Programm entworfen, um Studierenden aus allen, auch den nicht datenaffinen Bereichen, den Weg in den fundierten Umgang mit Daten generell und im jeweiligen Studienfach zu ebnen. Und Folgendes ist geplant. Ja, vielen Dank, Frau Freitag. Sehr geehrte Damen und Herren, wie wir uns da zusammengesetzt haben, um dieses Konzept zu entwickeln, mussten wir uns erstmal über die Definition des Begriffs Data Literacy ein bisschen einigen, was das Ganze ist. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eigentlich wollen, dass an der Ruhr-Universität Bochum alle Studierenden die Universität verlassen mit einer grundlegenden Datenkompetenz, um in dieser Gesellschaft, die zunehmend digitalisiert ist und datengetrieben, hier einfach ihren Lebensalltag informiert, kritisch, verantwortungsvoll bewältigen zu können. Wir wollen also primär nicht mehr Data Scientists ausbilden, sondern wir wollen allgemein die Datenkompetenz verbessern. Und wie in vorherigen Vorträgen schon herausgekommen ist, ist hier die größte Herausforderung, weitgehend nicht datenaffine Studenten dafür zu gewinnen. Die wählen ja teilweise auch, selektieren sich auch in nicht datengetriebene Disziplinen hinein. Und um die abzugreifen, da war das große Problem, hier ein entsprechendes Konzept zu entwickeln. Nun, in unserem dreistufigen Konzept Sensibilisieren, Ausprobieren, Profilieren, das Sie hier sehen, liegt ein zentraler Schwerpunkt in dem Bereich Sensibilisieren. Wir nennen das auch unser Basismodul, in dem wir alle Studierenden im Bachelor- und Staatsexamensstudiengängen möglichst bereits ab dem ersten Semester für das Thema Data Literacy zu sensibilisieren, ihnen grundlegende Kompetenzen mitzugeben und möglichst zu begeistern, um die zwei nächsten Stufen möglichst auch noch mitzunehmen. Nun, woraus besteht dieses Modul? Hier sollen zum einen frei zugängliche, gamifizierte, digitale Prüfungen die Studenten ermöglichen, ihre Datenkompetenz erstmal spielerisch selbst zu prüfen. Am Anfang und am Ende, vielleicht auch zwischendrin. Zentraler Inhalt dieses Basismoduls ist aber eine Art Ringvorlesung, die aber anders als normale Vorlesungen halbstündig konzipiert wird, möglichst plakative Probleme aus dem Alltagsleben behandeln soll. Ich kann Ihnen gerne in der anschließenden Diskussion ein paar Beispiele dafür geben, wie das Ganze aussehen kann. Und das Ganze wird dann durch Material ergänzt mit den zugrunde liegenden Daten und einigen spielerischen Methoden, damit man einen ersten Anknüpfungspunkt bekommt, wie man mit Daten umgeht, was man mit Daten alles machen kann, welche Probleme damit verbunden sein können. Nun, in einem zweiten Vertiefungsmodul wollen wir dann den Studierenden die Möglichkeit eröffnen, tiefer Data Science Methoden zu erlernen und auszuprobieren. Und das soll zum einen erfolgen im erweiterten Angebot in einem fakultätsübergreifenden Methodenzentrum und an anwendungsorientierten Lerneinheiten. Und dann gibt es noch ein Forschungsmodul, in dem man sich profilieren kann. Aber vielleicht, damit das nicht alles ein Lippenbekenntnis ist, was wir machen, die nächste Folie, was haben wir seit dem Antrag gemacht? Hier sehen Sie einige Projekte, die parallel zum Antrag gelaufen sind, aber auch angestoßen worden ist. Einmal vielleicht zum Public Outreach. Wir haben mit unserem Schülerlabor abgesprochen, ein Projekt Data hautnah einzurichten. In diesem Schülerlabor erreichen wir jährlich ungefähr 13.000 Studenten. Hat auch mit Profilieren zu tun, weil Lehramtskandidaten hier, weiß wir schon, vorher entwickelte Konzepte, digitale Kompetenzen in der Schule zu vermitteln, ausprobieren können.
Oder vielleicht auch nochmal zum Profilieren. Wir haben gerade eingerichtet einen neuen Masterstudiengang Econometrics. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wunderbar, eine Punktlandung, großartig. So, ich würde sagen, die erste Frage geht an den Herrn Mannheim. Ja, ich fand es sehr schön, wie Sie dargestellt haben, dass eine Volluniversität so an der Lebenswirklichkeit der Studierenden ansetzen kann mit einem innovativen Ansatz für die digitale Transformation. Das fand ich beeindruckend und ist in dem Motto sensibilisieren, ausprobieren, profilieren ja auch gut wiedergegeben. Jetzt ist es aber so, obwohl Sie jetzt einige Beispiele aufzeigen können, dass man doch den Eindruck gewinnt, dass einiges noch gar nicht umfänglich vorbereitet ist. Also dieses Methodenzentrum wird sicher eine große Rolle spielen und das sind wahrscheinlich angelegt bekannte Dinge, Statistikpakete und so weiter. Aber von da ist es ja noch ein weiter Schritt hin bis zu Machine Learning Methoden oder Ähnlichem für die ganz Fortgeschrittenen. Wer bringt die Expertise da hinein in das Methodenzentrum und kann das nachhaltig etablieren und auch aus den studentischen Projekten heraus das eben immer weiter entwickeln? Das ist ja ein großer Aufwand, der da betrieben werden muss. Da reicht es nicht, eine Lizenzgebühr zu bezahlen und eine Software dort abzulegen. Das muss irgendwie gelebt werden. Vielleicht können Sie mir das nochmal schildern. Ja, ich kann ganz schnell sagen, dieses Methodenzentrum existiert jetzt seit 3 Jahren. Das ist von einer Kollegin aus den Wirtschaftswissenschaften betreut und da gibt es also außer Datenpaketen noch einiges anderes. Und insofern, vielleicht können Sie da noch mal ein paar Sachen inhaltlich sagen, ist das, also haben wir wirklich nach Wegen gesucht, auch schon länger, wie wir das noch weiter befüllen und weiter ausweiten können und verstetigen. Ja, ich würde Sie durchaus einladen, einmal auf die Homepage dieses Methodenzentrums zu gehen. Da finden Sie dann Lerneinheiten für, wie man Statistikprogramme erlernt, bis hin zu Datensätzen. Sie sind insbesondere auch ansprechbar für Abschlussarbeiten. Die Kompetenz wird hier wirklich aus vielen Fakultäten, insbesondere die überwiegend im Moment zugreifen, auch wirklich garantiert. Und es sind insbesondere im Moment die Wirtschaftswissenschaften und die Sozialwissenschaften und Soziologie. Und ich kann aber sagen, dass auch meine eigenen Studenten, ich bin Amerikanistin, da durchaus hingehen, vor allen Dingen, wenn sie in den Lehramtsfächern in die Didaktik gehen und dementsprechend auch kleine Projekte verfolgen. So, jetzt haben wir direkte Rückfrage. Ja, also es wäre ja naheliegend, dass die Bereiche, die Datenanalyse seit eh und je betreiben in großem Umfang, das ist der MINT-Bereich vor allem, da auch Ideengeber sind im methodischen Bereich, sodass man dann eine Ausstrahlung auf die volle Universität bekommt. Also das habe ich aber in dem Antrag so nicht gefunden. Also das ist aber so, denn wir haben ja, wie Sie gesehen haben, 9 Kolleginnen und Kollegen von der Mathematik über die Philosophie, über die Erziehungswissenschaften bis zu dem Vorsitzenden des Statistischen Beirats, des Statistischen Bundesamts, Herr Bauer, dabei, die also ihre Expertise da durchaus einbringen. Und es ist nicht nur so, dass wir die 9 Kolleginnen und Kollegen, die im Team sind, dabei haben, dass wir darauf warten, die 13 plus 5 Tenure-Track-Professuren dazu zu kriegen, sondern wir haben das vorhin mal errechnet. Wir haben insgesamt 59 Kolleginnen und Kollegen, die in den Bereichen Data Science, Data Science affin arbeiten und die alle dementsprechend mit einbezogen werden, vor allen Dingen auch in die Stufen 2 und 3. So, vielen Dank. Frau Buß, hätten Sie eine Frage? Ja, mich würde noch mal interessieren, wie Sie ganz genau die Angebote Curricula auch verankern wollen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind im Modul 2 ja überwiegend auch eher Workshop, also Veranstaltung im Workshop-Charakter angedacht im Methodenzentrum, so sind sie im Moment zumindest überwiegend angelegt, glaube ich. Und wie viele Personen glauben Sie dadurch erreichen zu können, weil es im Moment ja, glaube ich, im Optionalbereich auch angelegt ist? Also
vielleicht zum Optionalbereich. Das ist der Bereich, in dem alle unsere Zweifach-Bachelor, das sind vor allen Dingen die Geisteswissenschaftler, viele Gesellschaftswissenschaftler und vor allen Dingen auch die Lehramtsstudierende, 30 CPs haben und die sie dann auch voll kreditiert bekommen. Und wir werden genau wie die anderen großen Universitäten hier damit beginnen, ein Angebot zu schaffen, was wir dann immer weiter ausrollen. Und in dem Optionalbereich, also wir haben im Moment sowas wie 2300 pro Kohorte Geisteswissenschaftler und insofern werden wir die nicht sofort erreichen, aber das ist eigentlich vor allen Dingen unsere Zielgruppe, vor allen Dingen auch die Lehramtsstudierenden und gerade für diese wollen wir Angebote schaffen, die auch attraktiv sind. Wenn ich noch Zeit habe, ergänzend, in diesem zweiten Modul, insbesondere auch im dritten Modul, wird auch viel disziplinspezifisch entwickelt werden. Also zum einen Methodenzentrum, aber gerade dann auch in Disziplinen, die noch nicht so datenaffin sind, dann gemeinsam Angebote zu entwickeln mit dem Methodenzentrum, um hier die Studierenden auch besser erreichen zu können. So, wir hatten jetzt als nächstes Herrn Baumgartner mit einer Frage. Ja. Wir haben jetzt ein wenig darüber diskutiert, wie Sie intern an der Universität hier aufgestellt sind. Mich würde jetzt ein bisschen noch interessieren, was können wir uns erwarten von den Ergebnissen? Wie partizipieren andere Universitäten, andere Öffentlichkeit dazu, weil ja gerade Data, Data Sharing, Reproduzierbarkeit der Wissenschaft und so weiter. Und Sie hätten ja da als große Universität mit diesen enormen Ressourcen vielleicht eine Antreiberrolle auch inne. Ja, nun alle Angebote, die wir hier machen werden, also beispielsweise in der Basisvorlesung, die werden aufgezeichnet, die werden zur Verfügung gestellt, Open Access für alle, lässt sich auch relativ leicht skalieren, weil man immer neue Inhalte jedes Semester neu einbringen kann mit neuen Kollegen. Zum Zweiten, vielleicht in einem kleineren Schritt noch, wir sind ja Teil der Universitätsallianz Ruhr, dieser Masterstudiengang Ökonomie Metrics beispielsweise ist ein gemeinsamer Studiengang von drei Universitäten. Und so kann man das zumindest in die Nachbaruniversitäten relativ leicht skalieren und verbreiten und über das Internetangebot natürlich hat jeder dazu Zugriff. Und die Studenten der Nachbaruniversitäten können auch auf unsere Veranstaltungen zugreifen. Sie sind Zweithörer und insofern gibt es da auch kein Problem mit der Einschreibung, mit dem Besuch, mit der Anerkennung. So, Herr Litter, Sie wären der Nächste. Ja, genau. Also ich habe meine Statistik schon vor einigen Jahren gelernt, meist mit Programmen wie Stata und SPSS. Dafür werde ich heute ausgelacht von meinen jüngeren Kollegen, die kennen sowas gar nicht mehr. Jetzt sehe ich das aber alles in Ihrem Antrag wieder. Der Antrag, der sonst ganz klar strukturiert ist, wunderbar schön, aber dann haben Sie da die Software von vor 15 oder 20 Jahren. Was ist damit los? Also wollen Sie nicht innovativer sein? Das hat teilweise auch mit fachspezifischen Traditionen zu tun oder Gegebenheiten. Ich kann zu der Wirtschaftswissenschaft was sagen. Vielleicht zum Basismodul. Wir wollen im Basismodul gar nicht notwendigerweise, dass die Leute ein Softwareprogramm kennenlernen. Das soll wirklich niedrigschwellig sein. Die sollen teilweise diese Dinge mit Excel machen können. Einfach nur im Alltagsleben oder mit ganz einfachen Programmen im Alltagsleben damit umgehen zu können. Es geht wirklich hier um alltägliche Probleme. Und das andere, natürlich können Sie im Methodenzentrum neben R und Stata und Python und was weiß ich verschiedene Softwarepakete erlernen und da gibt es auch Module, dass Sie die erlernen können. In meinem Fach zum Beispiel hat nie mit SPSS gearbeitet, immer mit Stata und jetzt gehen wir zu R über und Stata stirbt und so hat das alles seine Entwicklung. Vielleicht noch aus studentischer Perspektive, dafür bin nämlich ich heute mitgekommen. Ich komme aus einem Fach, das ja eher datenfern angesiedelt ist, wobei ich, also ich studiere Germanistik und Erziehungswissenschaft, wobei ich überzeugt bin, dass es keine datenferne Wissenschaft mehr gibt, weil wir alle mit Daten arbeiten, aber wir sind es eben gewohnt, Daten zu rezipieren in Massen, aber wir bekommen es eben nicht niedrigschwellig beigebracht, wie die Daten überhaupt erstmal entstehen. Und ich glaube,
oder ich bin der festen Überzeugung, dass unser Projekt eben daran ansetzt, diese Datenliteracy erstmal auf die ganze RUP verteilt zu verbreiten. Und häufig ist das, was wir diskutieren, für mich schon Data Science, wobei vorausgesetzt werden muss, dass Data Literacy dann schon vorhanden ist. Und das anzuerkennen, zu verstehen, dass viele das noch nicht verstehen, ist, glaube ich, der erste und wichtigste Schritt. Okay, Frau Michel hatte sich gemeldet. Also ich habe den Eindruck, dass Sie eine unheimlich breite Diskussion über diese Thematik in Ihrer großen Hochschule haben und Sie haben ja auch beeindruckende Ressourcen. Ich sehe den Flaschenhals so ein bisschen in Ihrem zweiten Modul und frage mich, was ist, wenn jetzt das Interesse, was wir Ihnen natürlich allen wünschen würden, extrem hoch ist? Wie skalierbar ist dieses zweite Modul? Also erstmal wäre es natürlich schön, wenn das Interesse extrem hoch wäre und unser Augenmerk ist vor allen Dingen auf den eher datenferneren Bereichen. Und wenn wir das da hinkriegen würden, ein sehr, sehr großes Interesse zu generieren, dann werden wir das auch finanzieren. Also das ist überhaupt kein Problem und nochmal, wir haben also wirklich 12% unserer Kollegen und Kolleginnen Professoren, die in dem Bereich tätig sind und das ist über alle Fakultäten, auch in der katholischen Theologie und da werden wir Angebote haben und die werden auch betreut werden. Also wie Frau Freitag schon gesagt hat, wir wollen uns eben auf nicht datenaffine Disziplinen konzentrieren. In den Wirtschaftswissenschaften oder in der Psychologie, da kann kein Student ins zweite Semester ohne Statistik kommen und ohne grundlegende Datenkompetenzen. Da muss ich das Angebot nicht ausbauen. Vielen Dank. Frau Hilkerken, Sie sind als Nächstes dran. Also verzeih mir, wenn ich jetzt einen Fehler mache, aber ich blicke nicht so ganz durch das deutsche Hochschulwesen hindurch. Aber Studierende, die auf Lehramt studieren, studieren meist ein Fach und Erziehungswissenschaften, oder? Nee, falsch. Aber jedenfalls, diese Studierende, ich frage mich, ich habe es auch des Öfteren gefragt, habe ich es mich gefragt und nicht laut gefragt, aber die Lehramtsstudierenden, lernen die Data Literate selbst zu sein oder lernen die auch die Schüler schlussendlich Data Literate zu machen und so, ja, wie? Student, ja, bitte. Das ist ja genau der Punkt. Wenn sie es lernen, dann, weil sie vielleicht mal verpflichtende Veranstaltungen haben, wie Statistik für Erziehungswissenschaftler, das besucht man. Das ist aber sehr reduziert, irgendwie auf ein Semester, auf kompetent mit Statistiken umgehen und wenn, dann ist es meistens, dass man es optional dazu wählt und Data Literacy erlernt man nicht einfach so während des Studiums. Man kann im Moment schon Angebote wählen, wenn man sich dafür interessiert. Aber es gibt nichts Systematisches, es gibt nicht diesen einen roten Leitfaden, an dem man sich auch orientieren könnte oder müsste, wenn es so ein Projekt gibt. Und gerade den Output, den Lehrer nachher produzieren, indem sie eben Data Literacy auch an Schüler vermitteln müssen, also die Kompetenz besitzen müssen, wie auch Digitalisierungsstrategien kennen müssen und so weiter, der ist eben nicht so flächendeckend garantiert, dass man so ein Projekt nicht mehr bräuchte. Also es gibt einzelne, vereinzelte Veranstaltungen und Ideen, aber es gibt nicht das große Ganze, das es systematisiert. Es gibt noch Zeit für eine letzte Juryfrage. Die letzte Juryfrage des Tages. Wer ist freiwillig bereit? Oder Herr Mannheim hat jetzt schon das in die Hand genommen. Insofern würde ich sagen, Abstimmung mit den Händen. Mit den Füßen üblicherweise, aber gut. ja, also Sie machen dieses Projekt sowieso. Wie können die Mittel, die der Stifterverband, die Nixdorf-Stiftung hier beitragen, besonders wirksam eingesetzt werden? Warum sind die entscheidend für den Erfolg dieser Transformation? Das würde uns helfen, schneller dahin zu kommen. Und das ist von verschiedenen schon erzählt worden. Unser Projekt geht genau so. Wir möchten gerne eine 65% Koordinationskraft haben, die uns hilft, über unsere 20 Fakultäten hinweg und die Professional School of Education, also sozusagen die 21. Kollegen, zu koordinieren. Dann wollen wir noch jemanden einstellen, der auch hilft, Projekte zu schreiben. Und dann wollen wir kleine Wettbewerbe machen, weil unsere Erfahrung damit sehr, sehr gut ist. Das heißt, die neuen Tenure-Track-Professuren kommen ohne Stellen? Oder sind da noch weitere Stellen? Die haben ja in dem Antrag.
Die Tenure-Track-Professuren sind im Tenure-Track-Programm. Die haben Stellen, klar. Die haben Stellen und es reicht nicht, diese Stellen einzusetzen. Das sind keine Koordinatoren. Also wir brauchen für dieses Programm in dieser großen Universität, für die Vernetzung der Fakultäten, der Kollegen und Kolleginnen, die da mitmachen, Koordinationspotenzial. Und das würde uns helfen. Wir würden es auch anders machen, aber ich glaube, es geht dann schneller, wenn wir das Geld bekämen. Haben Sie denn, wie angekündigt, eine Stelle schon besetzen können? Das stand im Antrag. Im Sommer würde eine der Tenure-Track-Professuren besetzt. Nee. Also wir haben, das weiß ich jetzt, verstehe ich nicht, also da bin ich jetzt überfragt. Also die Ausschreibung ist raus und wir werden in drei Paketen werden die, ja das stimmt, wir haben, ich denke immer an die die mich am meisten interessieren. Okay, also die uninteressante Stelle ist besetzt. Sehr also gut. Nein, die Ankerstellen sind besetzt in der Informatik. Okay. Und das sind einige Stellen, die da schon besetzt worden sind, also Data Science Pure. Aber was ich eben für dieses Projekt so dringend brauche, sind also die Stellen, die wirklich Digitalisierung und Gesellschaft machen. Und das ist, was jetzt kommt. Entschuldigung. Okay, vielen Dank. Gut. Sie haben ja auch schön gesagt, es gibt keine datenfernen Fächer mehr, ne? Digitalisierung und Gesellschaft. Frau Dittmann, die letzte Frage gebührt natürlich dem Publikum. Das Publikum interessiert hier noch einmal, wie aus diesen vielen Bausteinen ein zusammenhängendes, didaktisches und fachliches Konzept wird. Das ist eigentlich ein Konzept, was wir auch in anderen Bereichen schon ausprobiert haben und vor allen Dingen im Bereich des forschenden Lernens, dass man in einem Basismodul Basiskenntnisse abfragt oder vermittelt, dass man dann aufbaut und in das Fach hinein weitere Kompetenzen schafft, übt, vertieft und so weiter. Und es endet mit einem Forschungsprojekt, was also weitgehend selbstständig konzipiert, durchgearbeitet und nachher auch von den Ergebnissen her vorgestellt wird. Und das ist der Dreischritt, der dann im Optionalbereich auch so bepunktet würde, also kreditiert würde. Gut. Ich fand die Antwort befriedigend. Nein, also ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. So, das wollte ich damit sagen. Ich danke Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich für die schöne Präsentation. Und übrigens würde auch gerne nochmal würdigen, dass Sie eine Studentin dabei hatten, als einziges Projekt. Sie quasi die Gruppe ist, die davon auch betroffen ist, von Ihren Veränderungen, von Ihren Ideen. Also auch herzlichen Dank dafür. So, bevor Sie in die Pause gehen, jetzt ein paar Ansagen. Das erste ist, Sie können jetzt die Hochschulen auch individuell befragen. Die Teams, die hier gerade präsentiert haben, werden alle an ihren Postern stehen. Also auch dann mit Blick jetzt auf die Teams, bitte gehen Sie gleich erstmal zu den Postern und nicht als erstes zum Buffet. Ich weiß, dass es verlockend ist. Die Jury hat natürlich auch die Chance, insbesondere die Jury, noch ein paar direkte Fragen zu stellen. Es wäre nett, jetzt an Sie im Publikum gerichtet, wenn Sie im Zweifelsfall Jurymitgliedern den Vortritt lassen. Das Voting beginnt jetzt auch. Sie können jetzt abstimmen. Sie haben jetzt, ab jetzt 60 Minuten Zeit dafür, Ihre Stimme abzugeben. Ganz wichtig, stimmen Sie nur einmal ab. Wir checken in der Tabelle die IPs. Das wäre ganz schön, wenn Sie sich auch dann daran halten. Jeder darf einmal abstimmen. Auch wichtig natürlich, die Jury kann auch anders abstimmen. Ich hatte Ihnen bereits zu Beginn das Beispiel genannt meines streitbaren Musikgeschmacks, dass ich irgendwie immer für die Stimme beim Eurovision Song Contest, die relativ weit hinten landen. Das kann hier auch passieren, aber das Publikumsvote zählt als eine Stimme in der Jury. Ich danke Ihnen und jetzt guten Appetit, guten Hunger, eine schöne Pause.